Es ist Donnerstag, der 27. März 2014. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusen. Guten Abend. Heute haben wir zwei Gäste bei uns bei Macht und Menschenrechte. Nachher darf ich als erstes Herrn Rechtsanwalt Hans Scharf begrüßen. Es geht ums Geldsystem und was man da ändern kann und ändern muss. Und danach Interview, was wir heute Nachmittag aufgenommen haben mit Frau Helga Zeppler-Rusch, der Bundesvorsitzenden der Partei Büso, Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Da geht es unter anderem um ein bevorstehendes Amtsenthebungsverfahren oder ein planungsbefindliches Amtsenthebungsverfahren gegenüber dem US-Präsidenten. Es geht um ihre China-Reise und es geht um die Situation für den Frieden. Kommen wir nun als erstes zum Geldsystem. Guten Abend, Herr Scharf. Ja, guten Abend. Herr Scharf, Sie betreiben die Webseite Geldhahn zu und klären auf über das heutige Geldsystem. Was passiert eigentlich bei der Giralgeldschöpfung, wenn eine Bank einen Kredit vergibt? Ja, also ich würde mal so sagen, das Wort Giralgeldschöpfung ist für viele schon wenig verständlich. Ich sage vielleicht mal, dass ich selber gegenüber den Banken so auftrete, dass ich die Frage stelle, habt ihr mir eigentlich Geld verliehen? Und damit komme ich dann automatisch auf dieses Thema Giralgeldschöpfung. Manche sagen ja auch Geldschöpfung aus dem Nichts. Und da kriegt man ja schon, ein ziemliches Fragezeichen auf die Stirn, wenn man also erzählt bekommt, Banken verleihen eigentlich gar kein Geld, sondern die schaffen das Geld erst, indem sie eine Buchung, eine sogenannte Gutbuchung vornehmen. Und diese Gutbuchung, das ist alles so ein bisschen Bilanzbegrifflichkeiten, diese Gutbuchung, das ist nichts anderes als, das Niederschreiben von Zahlen in Höhe des Kredites, der auszubezahlen ist, in der Bilanz der Bank. Der Kunde bekommt ja nicht und will auch in aller Regel nicht das Geld, das wäre ja das Bargeld, sondern der bekommt einen Kontoauszug oder einen elektronischen Kontoauszug und da steht halt drauf, Guthaben 100.000. Ja? Und diese 100.000, die sind... Und das ist das, was einem aus den Pantinen kippt, in aller Regel nicht unterlegt mit Bargeld oder mit Zentralbankgeld, sondern nur minimalst, vielleicht in Höhe von 2 oder 3 oder 4%. Und dieses Giralgeld, das ist letztlich rechtlich betrachtet nichts anderes als ein Anspruch jetzt des Kreditnehmers, der das bekommen hat, auf Auszahlung von Bargeld. Ja? Und nun wird man ja sagen können, okay, ist da alles in Ordnung. Ich brauche ja das Bargeld nicht. Mir reicht es ja völlig aus, dass ich diesen Anspruch habe. Ich kann ja zum Geldautomaten gehen und dann kann ich es mir ja holen. In der Praxis ist es allerdings so, dass die Leute das nicht machen und schon gar nicht am Geldautomaten, wenn es um größere Summen geht. Und die Banken, die haben das gewissermaßen berücksichtigt. Ja? Die haben einfach rausbekommen, dass dieser Anspruch auf Auszahlung von Bargeld nur minimalst in Anspruch genommen wird und decken dann diesen Anspruch mit, 3 bis 4% Bargeld wirklich ab. Und wenn sie das noch etwas knapper halten können, versuchen sie das natürlich, weil das bedeutet ja, dass sie letztendlich aus nichts riesige Gewinne generieren können. Die Geldschöpfung funktioniert doch grob gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sie buchen Forderungen an Verbindlichkeit, also sie buchen weder Aufwand noch Ertrag, sondern buchen das erstmal gewinnneutral als eine Forderung gegenüber dem Bankkunden, dass er zurückzahlen muss. Und wofür steht die Verbindlichkeit? Ja, also Sie haben das schon ganz gut jetzt angesprochen. Man sieht in der Bilanz der Bank normalerweise nicht, dass sie Geld aus gewissermaßen nichts macht, weil sie halt, wenn sie einen Kreditvertrag abschließt,
auf der einen Seite, auf der Aktivseite, die Forderung gegen den Kreditnehmer bucht, auf Rückzahlung des Darlehens, sagen wir mal auf Rückzahlung von 100.000, und auf der Passivseite die Verpflichtung zur Auszahlung des Darlehens, ebenfalls in Höhe von 100.000. Das nennt sich dann fachtechnisch Bilanzverlängerung, weil sowohl auf der Passivseite als auch auf der Aktivseite in gleicher Höhe sozusagen gebucht wird. Und der frühere Bundesbankpräsident, der Herr Ottmar Issing, der hat mal gesagt, was die Banken da machen, das ist, dass sie eine Forderung gegen sich selbst buchen. Ja? Also das heißt, die Buchung, die reine Buchung, ja, ist alles, was Sie machen. Sie haben natürlich keinen Aufwand dafür, ja. Also deswegen können Sie auch keinen Aufwand buchen. Und es gibt auch ausgesprochen qualifizierte Leute, die sind Professoren und Wirtschaftsprüfer und so weiter, die sagen, dass also diese Art von Buchungen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind, dass sie also ganz glatt und klar gesprochen falsch sind. Ja? Weil wie kann eine Bank Geld verleihen, ohne dass sie das aus ihrem Aktivvermögen herausnimmt und in das Vermögen des Kreditnehmers überträgt? Ja? Das geht ja eigentlich gar nicht. Ja? Und es wird aber gemacht, das ist die Praxis. Jetzt steht ja schon dahinter, dass der Kunde irgendwann vielleicht Bargeld abheben will oder dass die Bank sich dann irgendwann wirklich mal Zentralbankgeld verschaffen muss, um das bezahlen zu können. Und an die Zentralbank zahlt sie ja auch in gewisser Höhe Zinsen. Dann ist das doch eine reale Verbindlichkeit, die die Bank hat. Ja, es kommt immer auf die Höhe drauf an. Ne? Natürlich kommt es vor, dass Kunden Bargeld haben wollen. Und zum einen hat die Bank einen gewissen Bestand an Bargeld vorrätig. Also wie gesagt, etwas ist noch im Tresor. Und wenn sie darüber hinaus noch etwas braucht, dann muss sie sich das eben von der Bundesbank beziehungsweise eben über die Zentralbank besorgen. Und das geschieht durch einen Kredit der Zentralbank oder Bundesbank an die Geschäftsbank, der halt recht günstig ist. Ja, also derzeit 0,25% Zins nur kostet und mehr nicht. Und die Banken müssen nicht jetzt 1:1 oder 100:100 zu ihrem ja, Kreditvolumen, was sie herausgegeben haben, Bargeld oder Zentralbankgeld vorrätig haben. Die Kunden rufen halt eben nur in einer Größenordnung von 3-4% überhaupt Bargeld ab. Und, ja, und wenn, ja? Wenn ich mir jetzt ein Darlehen nehme und das kriege ich auf mein Konto ausgezahlt oder sagen wir gebucht und ich mache eine Überweisung, muss nicht spätestens dann die Bank, Zentralbank, Geld hinterlegen? Oder wie funktioniert das dann? Ja, also das ist schon so, dass in dem Moment, wo eine Überweisung ausgeführt wird, von, durch die dann halt dieser Anspruch des Kreditnehmers auf Auszahlung von Bargeld, also sein Kredit, sein Guthaben, überwiesen wird an eine andere Bank, dass dann im Verhältnis von, ich sage jetzt mal, A-Bank zu B-Bank in Höhe der Überweisung auch Zentralbankgeld von der A-Bank an die B-Bank überwiesen werden muss. Also da wird dann jede Bank, jede Geschäftsbank hat ja ein Konto bei der Zentralbank und in so einem bei so einem Vorgang findet dann eben auch eine entsprechende Abbuchung des Betrages, nach, sagen wir mal 50.000 Zentralbankgeld bei dem Zentralbankgeldkonto der Geschäftsbank A statt zugunsten und dann entsprechende Gutbuchung auf dem Zentralbankgeldkonto der Geschäftsbank B in Höhe von 50.000. Nun ist es aber so, dass in der Praxis das nicht eine Einbahnstraße ist, sondern es finden hin und her Überweisungen statt. Und am Ende des Tages wird saldiert. Das heißt, es bleibt dann ein
im Verhältnis zu dem Umfang der Überweisungen sehr, sehr kleiner Betrag nur übrig, entweder zu Lasten der A-Bank oder zu Lasten der B-Bank, der dann tatsächlich mit echtem Zentralbankgeld ausgeglichen werden muss am Ende des Tages, sage ich jetzt mal. Wobei in der Regel auch noch Kreditierungen der Banken untereinander dazwischen geschaltet sind. Ja? Also das ist sozusagen ein System, bei dem letztendlich nur sehr wenig Zentralbankgeld im Verhältnis zu diesem selbst geschaffenen, so nennt man es auch, Buchgeld oder Giralgeld, gebraucht wird. Ja? Und die Zahlen, die treffen halt für das gesamte System zu, die ich jetzt eben gerade genannt habe, also mit etwa 3 bis 4%, stammt jetzt nicht von mir, sondern es kommt aus verschiedenen Quellen. Und es ermöglicht dieses System ermöglicht den Banken letztendlich mit ganz, ganz geringem Aufwand gewaltige Einnahmen zu erzielen über die sogenannte Zurückzahlung der Kredite, als auch natürlich über die Zinsen und dann die Gebühren, die sie noch mitkassieren. Und man fragt sich wirklich, wie lange das eigentlich noch gehen kann, denn das ist total einseitig. Ja? Das ist ein System, das nur darauf beruht, dass die Menschen wirklich glauben, dass die Zahlen, die ihnen gezeigt werden, ja, Geld sind in ihrem Verständnis. Ja? Der Otto Normalverbraucher, der verbindet mit Geld Bargeld oder Gold vielleicht sogar. Ja? Oder sage ich mal noch Geld, was von der Nationalbank kommt, was von der Notenbank kommt. Ja? Aber er kann sich nicht vorstellen, ist ja auch klar, dass ich sage immer Bits und Bytes, ja, die Veränderung von elektronischen Spannungszuständen, dass das Geld ist, insbesondere wenn derjenige, der damit vermeintlich Geld erzeugt, so gut wie keinen Aufwand hat. Ja, das ist ein irres Geschäftsmodell und erklärt eigentlich auch, wieso wir jetzt einen Zustand erreicht haben, wo Banken und alles, was damit zusammenhängt, Eigentümer, Besitzer, Beherrscher dieser Welt sind. Ja? Ist das dieses System nicht irgendwo gedeckelt durch Instrumente wie Kernkapitalquote, Mindestreservesatz, dass sie diese Bilanzverlängerung nur im bestimmten Verhältnis zu dieser Kernkapitalquote und zum Mindestreservesatz maximal machen dürfen? Also, die Deckelung, über die man am wenigsten spricht, das ist die, dass man für dieses System Kreditnehmer braucht. Der schönste und größte und wunderbarste Kreditnehmer ist der Staat oder sind die Staaten, ja. Der Nicht-Bankenkunde ist noch nicht einmal so ein toller Kreditnehmer. Der verursacht eine Menge Arbeit und das ist auch meistens so ein Ameisengeschäft. Da sind die gar nicht mal so sehr hinterher. Die zweite Deckelung ist diese Mindestreserve von 1%. Ich sage mal so, was ist da noch eine Deckelung? Ja, ich brauche, um 100 Euro Kredit zu vergeben, brauche ich nur einen Euro Zentralbankgeld und den kriege ich für 0,25% Zins. Okay, also ist eine Form von Deckelung. Die zweite Deckelung besteht in bestimmten Eigenkapitalanforderungen. Das heißt, in der Festsetzung von Relationen von Eigenkapital zu Kreditierungsvolumen, so will ich es jetzt mal nennen. Das ist ein bisschen untechnisch, aber damit erreicht man halt auch, dass Banken nicht völlig außer Rand und Band geraten in der Kreditvergabe. Das hat es in der Vergangenheit gegeben. Also ich habe eine Bank dabei äußerst nah beobachtet, nämlich die damalige Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG. Die hatte Anfang der 90er Jahre den Ehrgeiz, das größte Kreditbuch Europas zu erreichen. Ja, also man muss sich ja mal vorstellen, ja, also die wollten sozusagen das größte Kreditierungsvolumen als Immobilienfinanzierer von allen Banken in Europa erreichen. Das haben sie auch geschafft übrigens. Über die Methoden will ich jetzt nicht allzu sehr was sagen, also die sind kriminell gewesen.
Und haben also damit aber auch gleichzeitig einen Wertberichtigungs oder geschaffen von circa 50%. Also ich habe selber Unterlagen über Untersuchungen von einzelnen Kreditgeschäften, wo das Volumen, das Kreditierungsvolumen ungefähr bei 8 etwas, also 8,6 Milliarden oder sowas gelegen hat. Und durch einen Gutachter, die von der damaligen Bundesanstalt für das Kreditwesen beauftragt worden sind, einen Wertberichtigungsbedarf von ca. 3,4 Milliarden oder sowas errechnet worden ist. Ja. Also solche Sachen hat es schon Anfang der 90er Jahre gegeben. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht denn sowas? Ja? Also erstens mal, wie können die überhaupt solche riesigen Summen rausgeben? Wo kommen die denn eigentlich her? Ja, das war mir nie so ganz klar. Ich habe immer gedacht, naja, vielleicht haben die da irgendwelche windigen Sicherheiten hingegeben und haben die irgendwie geschönt und was weiß ich was, ja, und haben die damalige Bundesbank oder dann auch die EZB dazu gebracht, dafür halt entsprechend viel Zentralbankgeld zur Verfügung zu stellen. Aber das wäre ja auch nur immer wieder Kreditierung gewesen, ja. Das konnte es also eigentlich letztlich nicht sein. Und das Ganze kann man nur verstehen, wenn man begriffen hat, dass der größte Teil dieser Kreditierungen, die da ablaufen, nichts anderes sind als Geldschöpfungen, also regelrechte Geldherstellung, weil die Leute es als Geld ansehen, ja, weil da ein Eurozeichen dahinter gemalt ist, ja, aus dem Nichts, ja. Und wie soll ich sagen, solche Entwicklungen, die können wir momentan auch wieder beobachten. Also das nennt sich Blasenbildung. Wenn das Kreditierungsvolumen ausgeweitet wird, dann wird gleichzeitig das Geldvolumen ausgeweitet, also das Buchgeldvolumen. Und das hat man nicht in den Griff gekriegt, man hat es zugelassen. Ja? Das heißt also, diese Beschränkungen, von denen hier die Rede ist, ja, die halte ich für Kosmetik. Also diese irrsinnigen Diskussionen, die sowieso kaum einer versteht, über Basel II, über Basel III, ja, die darauf hinauslaufen, da irgendwie die Eigenkapitalanforderungen nach oben zu schrauben, ja. Das ist aus meiner Sicht eher ablenkend, ja. Macht das nicht vielleicht eher sogar kleine Banken kaputt, wenn man die Eigenkapitalanforderung erhöht? Ja, das ist tatsächlich so. Und das hat auch Methode. Ich meine, man hat ja gesehen, dass in der Krise die Großen nicht kaputt gegangen sind, ja. Die hätten eigentlich zuallererst kaputt gehen müssen. Vielmehr haben die Großen die Kleinen geschluckt, soweit sie nicht in Insolvenz verschwunden sind, wie das in den USA ja noch möglich ist. Bei uns ist ja sowas gar nicht möglich, ja. Und ich habe vor einiger Zeit, das ist vielleicht ein Jahr her, habe ich mal einen Vortrag verfolgt. Das ist so eine Immobilienexpertenveranstaltung gewesen. Da waren auch einige Banker da und da war auch einer von der Volksbank da gewesen. Und er hat also wirklich mit zusammengebissenen Zähnen hat er darüber berichtet, dass die gestiegenen Eigenkapitalanforderungen die Volksbank sehr reduzieren in der Finanzierung von Bauträgern. Ja? Also da trifft das tatsächlich zu. Die müssen sich dann Partner suchen, die sie aber meistens gar nicht finden, weil die Partner haben kein Interesse daran, in diese risikobehaftete Finanzierung reinzugehen. Ne, Bauträger zu finanzieren, was im Übrigen Arbeitsplätze schafft, was Wohnungen schafft und, und. Das ist wie soll ich sagen, das ist ein schwieriges Geschäft. Ja. Bauträger ist eine Firma, die ein eigenes Grundstück hat, das bebaut und dann und das den Kaufvertrag schon schließt, bevor sie anfängt zu bauen. Das ist das, glaube ich. Ja, also halb halb. Ja, Bauträger sind halt eben Gesellschaften, die den Leuten Wohnungen verkaufen oder Häuser verkaufen. Meistens sind es Wohnungen, ja, wo sie natürlich klar das Grundstück erst einmal erwerben müssen, ja. Und dann brauchen sie halt eine Baugenehmigung und müssen halt eine Planung machen und so weiter. Und dann brauchen sie irgendwann mal an irgendeiner Stelle brauchen sie eine Finanzierung, weil sie das nicht aus eigener Kraft finanzieren können, ja. Und die Banken verlangen dann halt alles Mögliche, ja, das, was weiß ich, schon 30% oder gar 50%, nennt sich vom Plan weg verkauft ist, ja, damit da überhaupt noch so der Rest an Finanzierung geliefert wird, ja. Und das ist, wie gesagt, das ist eigentlich ein typisches Volksbanken- und Sparkassengeschäft.
und läuft nicht sehr gut. Ja, also ich habe viel mit Bauträgern zu tun und also was die mir alles erzählen, was mit ihnen gemacht wird, insbesondere wenn es dann bergab geht, das ist Wahnsinn, ist das ja. Und da an der Stelle müsste man unbedingt was machen, ja. Und müsste da im Grunde genommen, weil da tatsächlich Wertschöpfung stattfindet, ja, müsste da eigentlich wesentlich mehr Geld reintun mit ganz kleinen Zinsen und so weiter. Nur in unserem System lohnt sich das gerade für die großen Player nicht, ja, die machen Hebelgeschäfte, ja, die machen Wettgeschäfte, finanzierte in Volumina, die jegliches menschliches Vorstellungsvermögen bei weitem sprengen. Und halten sich mit Finanzierung in der Normalrealwirtschaft, ja, halten sie sich zurück. Ja. Und daran erkennt man ja auch, dass dieses System quasi sich verselbstständigt hat und sehr viel Schaden stiftet. Ja. Im Grunde könnte man den Laden dicht machen. Ja. Wäre das Allerbeste. Nur das traut man sich halt nicht. Es gibt ja verschiedene Vorschläge, wie man die Giralgeldschöpfung deckeln könnte. Das würde mir einfallen, der Goldstandard oder für Infrastrukturprojekte, also wo der Staat investieren will oder private oder vielleicht auch einen Warenkorb. Ja, also es gibt einen Vorschlag, der momentan sehr, wie soll ich sagen, stark diskutiert wird unter den Leuten, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen. Der kommt von der Monetative, die halt fordert, dass den Banken dieses Geldschöpfungsprivileg genommen wird und dass ausschließlich nur die Zentralbank, die Notenbank, Geld herstellen darf. Und dazu zählt dann auch, und das ist der entscheidende Unterschied zum jetzigen System, die Herstellung von Buchgeld oder Giralgeld. Ja? Das würde schon mal dazu führen, und das lässt sich technisch lässt sich das relativ einfach umsetzen. Ja? Ob das politisch funktioniert, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber technisch lässt es sich relativ einfach umsetzen, weil das eigentlich nur eine Umstellung ist, durch die dann diese ganzen Buchgeld ja, Guthaben zu echtem Geld werden. Ja? Also nicht mehr Ansprüche auf Auszahlung von Geld sind, sondern echtes Geld, weil per Definition und per Gesetz vor allen Dingen das Buchgeld oder Giralgeld dem Bargeld gleichgestellt wird. Dann ist aber die Geschäftsbank draußen aus diesem Geschäft. Ja? Die kann dann nicht mehr selbst Buchgeld oder Giralgeld schöpfen oder herstellen, sondern die muss sich dann dieses Buchgeld oder dieses elektronische Geld im Grunde genommen, ja, muss sie sich dann direkt bei der Zentralbank besorgen, zu irgendwelchen, wie auch immer, Konditionen. Und dann kann auch die Zentralbank wieder die Geldmenge steuern. Und man kann auch darüber natürlich politisch die Empfänger von solchen Kreditierungen bestimmen. Ja, also man kann den Geschäftsbanken sagen zum Beispiel, ihr kriegt jetzt, was weiß ich, 20 Milliarden, du, ja, zu den Konditionen XYZ, aber ihr müsst damit zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen finanzieren. Ne? Nur dafür kriegt ihr das. Oder ihr müsst damit Wohnungsbau finanzieren. Das ist eine Konzeption, die halt momentan in der Diskussion ist. Ja? Wie man hier. Ja, Entschuldigung. Da stellt sich ja die Frage, wie verteilt man denn dann das an die einzelnen Banken? Wenn man allen gleich viel gibt, sind die kleinen Banken im Vorteil. Ja gut, also das ist dann eine Frage, wie man das eben steuern möchte. Ja, also man muss nicht unbedingt Großbanken bevorzugen. Ja, man kann ohne weiteres hergehen und kann sagen, wir wollen auf der lokalen Ebene die Wirtschaft ankurbeln. Ja, also kriegen die Sparkassen, kriegen die Volksbanken und Raiffeisenbanken und so weiter, die ethischen Banken. Ja,
die allesamt in reale Projekte investieren, ja, oder kreditieren, ja, die kriegen halt erst einmal hier so eine Charge, ja. Und ihr Großen da, ja, die ja sowieso alles in diese, in diesen Finanzmarktwahnsinn, ja, in dieses Spielcasino reingetan habt, ja, ihr könnt bleiben, wo der Pfeffer wächst, ja. Ihr braucht nichts, ja. Weil was ihr macht, das nutzt uns nichts. Ja? Oder für euch gibt es nur teures Geld, ja. Das ist eine Frage, wie man das steuern möchte, ja. Aber das ist eine politische Frage, ja. Da muss man sich politisch dazu entscheiden. Und dann kann man das machen in so einem System. Im jetzigen System können Sie es nicht steuern. Ja? Wo sind eigentlich die Rechtsgrundlagen für die Giralgeldschöpfung und wo für die Zentralbankgeldschöpfung? Na gut, also was die Notenbank angeht, das ist alles geregelt. Ja, das ist im AEU-Vertrag geregelt, Artikel 128. Das ist im Grundgesetz, in unserer, also Artikel 88 geregelt. Es ist im Bundesbankgesetz geregelt. Es ist im Kreditwesengesetz, finden sich Regelungen dazu. Also das ist alles legal. Ja, also das ist eine Notenbank, eine Zentralbank, Zentralbankgeld, Bargeld, Münzgeld, also Zentralbankgeld jetzt auf Geschäftskonten von Geschäftsbanken emittiert, das ist geregelt. Was nicht geregelt ist, wozu es keine gesetzlichen Regelungen gibt, das ist die Buchgeld- oder Giralgeldschöpfung durch die Geschäftsbanken selbst. Das ist, das ist nicht nur hier in Deutschland so, ja. Dieses Phänomen, dass das gesetzlich nicht geregelt ist, ja, das findet sich genauso in Österreich, das findet sich genauso in der Schweiz, das findet sich genauso in den Niederlanden und so weiter und so weiter. Also ich habe es noch nicht alles durchdekliniert, aber es gibt Leute, die sagen, das ist weltweit nicht geregelt. Ja? Das ist ja das Phänomenale daran, dass das Allerwichtigste, das, wonach sich alles und worum sich alles dreht hier, na, die Giralgeldmenge ist ja zehnmal so groß wie die Zentralbankgeldmenge, dass die Herstellung und Verteilung und die Kosten und so weiter, das ist nicht gesetzlich geregelt. Dann könnte man vielleicht sagen, das ist Gewohnheitsrecht, aber Gewohnheitsrecht, wenn es nicht gerade Völkergewohnheitsrecht ist, steht ja vom Rang, denke ich, genau eine Stufe unterhalb der einfachen Gesetze. Man müsste doch nur einfach gesetzliche Regelungen machen, wenn man das regeln will. Ja, also es ist so, die Banken haben rechtlich betrachtet ganz schlechte Karten. Also ich kann das wirklich so sagen, weil ich mittlerweile sehr viel Erfahrung habe durch die Vielzahl von prozessualen Auseinandersetzungen, die jetzt am Laufen sind. Und da ist nicht einer bis jetzt drunter gewesen von den Bankenanwälten oder auch von irgendwelchen Gerichten oder Richtern, die mir mal eine Vorschrift nennen konnten, die das regelt, was die in Wahrheit hier machen. Ja? Also das gibt es nicht. Ja? Und das Einzige, worauf sie sich dann kaprizieren, das ist ja, das ist allgemein anerkannt und manche sprechen dann von Gewohnheitsrecht. Nur unter Juristen, ja, die ehrlich argumentieren, ja, ist es überhaupt keine Frage, dass diese Praxis nicht dadurch legal werden kann, dass man von ihr behauptet, das sei Gewohnheitsrecht. Ja? Also ich kann da nur jetzt, mir fällt dazu jetzt nur ein Artikel eines hochhonorigen Strafrechtsprofessors, Professor Köhler aus Hamburg, der 2013 einen längeren Artikel geschrieben hat, hochwissenschaftlich, weitestgehend unverständlich für einen normalen Menschen, aber mit ganz klaren Aussagen. Ja, und der sagt, das ist illegal, das System. Da handelt es sich um Vermögensverschiebung. Ja? Das ist sowas wie Münzfälscherei. Solche Dinge tauchen bei dem Mann auf. Und er hat den Artikel veröffentlicht in einer Festschrift, in der auch der Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, also der Herr Voskuhle, einen Artikel veröffentlicht hat. Ja? Also so viel mal zu dem Thema Gewohnheitsrecht. Also der sagt mit anderen Worten, das ist eigentlich dicht am Strafrecht, was die machen. Okay. Und gut. Aus meiner Sicht ist es strafrechtlich relevant, spätestens wenn die Verantwortlichen bösgläubig gemacht sind. Und das ist etwas, was ich permanent versuche, ja, weil wir haben es ja hier mit schlauen Leuten zu tun. Die können sich ja prima informieren über das, was sie machen, ja. Da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob das einschlägig ist oder ob es speziellere Vorschriften gibt. Man kann ja ganz leicht
schon einen Betrug begehen, dadurch, dass man in einen Eventualvorsatz hineinrutscht, subjektiv, dass man also hinausgeht über noch bedingte Fahrlässigkeit. Und wird sich jetzt für mich so spontan die Frage stellen, ob möglicherweise eine Grenze zum Betrug überschritten sein könnte, wenn eine Bank nicht ordentlich informiert. Ich meine, auf der anderen Seite natürlich, wo ist die Bereicherung, wo ist der Schaden dadurch? Also das ist jetzt, ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, ist jetzt spontan bei mir die Frage aufgekommen. Ja, also ist ein richtiger Ansatz, das nennt sich Dolus Eventualis, also bedingter Vorsatz. Man handelt also auch vorsätzlich im strafrechtlichen Sinne, wenn man, so formuliert das die Juristenwelt, billigend in Kauf nimmt. Ja? Also wenn man nicht unbedingt das will, was man tut und was man dann erreicht, aber wenn man es in Kauf nimmt. Ja? Also wenn man einfach sagt, okay, ich versuche jetzt mal hier eine Täuschung, ja, ja, eigentlich weiß ich nicht so richtig, ob ich täusche oder nicht täusche, aber das ist mir egal. Ja? Ich kriege ja Geld dafür. Und dann befindet man sich schon im Bereich des Strafrechts. Ja? Also dann stellt sich schon die Frage, wenn ich in dieser Art und Weise billigend in Kauf nehme, dass mein Geschäftspartner aufs Kreuz gelegt wird und ich mich an ihm bereichere und ihn zu irgendeiner Vermögensverfügung bringe, die mich bereichert, dann kann man schon die Frage stellen, ist das nicht strafbarer Betrug? Ja? Wo ist denn da der Irrtum des Kreditnehmers? Der Kreditnehmer geht ja davon aus, dass ihm Geld verliehen wird. Also das heißt, dass die Bank ihm Geld verleiht und also mindestens das Geld hat, wenn er es haben möchte. Und unter Geld stellt sich ja der Normalkreditnehmer vor Bargeld. Ja? Weil was anderes kann er sich nicht vorstellen. Bits und Bytes ist ja kein Geld, ja, in der Normalvorstellungswelt. Und früher gab es ja immer Bankeinbrüche, ja, da hat man dann von unten einen Tunnel gebastelt, ja, und hat dann, was weiß ich, von unten den Tresor angebohrt, um dann die Bank zu berauben, ja. Und ich mache ab und zu mal so etwas lyrische Sprüche, wo ich dann ausführe, dass man einen Bankraub heute nicht mehr begehen kann, weil der Tresor leer ist, ja. Um klar zu machen, wo wir eigentlich angekommen sind. So peu à peu à peu. Ja? Und, heute braucht man das Passwort für den Computer. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele sich hier schon per Passwortklau und ähnlichen Dingen sozusagen bereichert haben mit Bits und Bytes, die auf irgendwelchen Konten dann aufgetaucht sind und diese dann, wie auch immer, anonymisiert irgendwo anders hingeschafft haben und dann vielleicht sich auch in Bar haben auszahlen lassen. Ja? Oder das dann in Gold umgewandelt haben. Oder in Immobilien und so weiter, ja. Dann erst wird das ja wertvoll, ja. Die Kunst besteht ja darin, Leute dazu zu bringen, für irgendwelche Zahlenreihen, die auf irgendwelchen Computern gespeichert sind, einem tolle Sachen rauszurücken, ja. Wie zum Beispiel dem Herrn Full 10 Privatflugzeuge, ja. Das finde ich immer ganz besonders pikant. Der hatte also nicht nur ein Privatflugzeug, nee, der hatte 10. Und die hat er sich mit solchen Zahlenreihen besorgt, ja. Ja? Also, gut. Das zu dem Thema Geld. Ja, wie funktioniert denn Zentralbankgeldschöpfung? Wofür gibt es Zentralbankgeldschöpfung noch zusätzlich, was die Giralgeldschöpfung nicht abdeckt? Na ja, gut, klassisch läuft das so, dass eine Geschäftsbank, die Zentralbankgeld haben möchte, was sie zum Beispiel braucht, um halt eben dann Bargeld zu haben, aber auch um wie auch immer Geschäfte zu machen, dann muss die Geschäftsbank in aller Regel Sicherheiten stellen. Ja? Zum Beispiel Staatsanleihen, zum Beispiel Pfandbriefe, ne, um mal irgendwelche klassischen Sicherheiten zu nennen. Und dafür gibt es dann halt Zentralbankgeld. Und das ist auch ein Kredit. Ja, also das heißt, das läuft so, dass auch die Zentralbank macht dasselbe wie die Geschäftsbank. Ja? Sie bucht auf der einen Seite eine Kreditforderung und sie bucht auf der anderen Seite eine Verpflichtung, nämlich zur Auszahlung von Bargeld. Nur bei der Zentralbank ist es so,
die kann das machen und zwar unbegrenzt und ohne irgendwelche Schranken, außer halt der Aufgabe, die sie hat, nämlich die Geldwertstabilität zu bewahren. Das verbietet dann auch mehr Zentralbankgeld letztendlich zu schaffen, als eigentlich an Wirtschaftswachstum stattfindet. Das würde die Zentralbank tatsächlich auch schaffen, wenn das Zentralbankgeld das einzige Geld wäre, ja. Aber das ist vielleicht ein Zehntel von dem, was an Geld umläuft. Und von daher gesehen ist die EZB beispielsweise eigentlich nahezu hilflos, ja, in der Steuerung der Geldmenge, in der Steuerung überhaupt der Finanzgeschäfte, die hier von den Geschäftsbanken halt getätigt werden. Ne. Die würde das liebend gerne irgendwie in den Griff kriegen, aber das einzige Mittel, was sie halt haben, das ist das Geld, was sie zur Verfügung haben, noch günstiger zu machen, um damit irgendwie zu verhindern, dass Liquiditätsengpässe auftauchen, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle wirtschaftlich nach unten geht. Und das Irre ist, die Geschäftsbanken brauchen das Zentralbankgeld zum Teil überhaupt nicht. Vielleicht erinnern Sie sich, dass vor vielleicht anderthalb Jahren etwa so ein richtig großer Schinken verteilt worden ist, nämlich 1 Billion Euro an die Geschäftsbanken zu äußerst günstigen Konditionen, auch was die Sicherheiten angeht. Und das diente damals dazu, die Geschäftsbanken dazu zu bringen, ja, Kredite zu vergeben, insbesondere in die Realwirtschaft hinein. Und die haben das gar nicht gemacht. Die haben sich damit dann Staatsanleihen gekauft. Ja, da hatten sie eine schöne Verzinsung gehabt und kein Risiko. Ja, so ist das ausgegangen. Und den Rest, das sind die Hälfte, die haben sie wieder peu à peu an die Zentralbank zurückgezahlt. Also ich habe selbst mit dem Herrn Weidmann gesprochen darüber, weil mich interessiert hat, wie das sozusagen aus seiner Sicht aussieht. Und ja, hat er mir das halt erzählt. Ja. Also so viel zur Zentralbankgeldschöpfung. Im Prinzip genauso wie bei der Giralgeldschöpfung. Und das ist halt ein Steuerungsinstrument, was stumpf ist. Ja. Nur dass bei der Zentralbankgeldschöpfung, denke ich, dann letztendlich der Steuerzahler mit dafür aufkommen kann. Also, soweit ich das ja, verstanden habe. Also, was auffällt in der öffentlichen Diskussion, das ist immer, dass niemand erzählt, wie das in Wahrheit eigentlich abläuft. Ja. Also ich habe noch keine Erklärung dafür bekommen, wie das denn eigentlich mit der Verwendung der Steuergelder aussieht. Ja? Also man muss sich ja mal einen Staatshaushalt anschauen und dann sieht man, aha, das sind, was weiß ich, ich sage mal irgendeine Zahl jetzt, 30% sind Schulden, ja, an wen? Nicht die Zentralbank. Na, die Zentralbank führt Geld an den Haushalt ab, ja, also die erwirtschaftet ja in aller Regel noch was. Ne? Da erinnern Sie sich an den Bundesbankgewinn. Ja? Das ist immer so eine einstellige Milliardenzahl. Ja? Also woher kommen jetzt die Schulden in den verschiedenen Haushalten, kommunalen Haushalten, Staatshaushalt oder Bundeshaushalt? Ich denke mal, überwiegend. Das sind die Gläubiger, sind Banken. Ja? Daneben noch Versicherung und Industrie, glaube ich. Ist aber richtig, schon ein paar Jahre her, dass ich es mal gelesen richtig, habe. Richtig, ja. Alle diejenigen, die Staatsanleihen kaufen, ja. Und der Staat zahlt dann darauf, und das macht er zum Teil mit Steuergeldern, eben ja, Zinsen. Ja, eine Staatsanleihe verzinst sich ja irgendwie. Mittlerweile fast gar nicht mehr hier bei uns in Deutschland. Da gibt es fast nichts mehr dafür, aber halt eine hohe Sicherheit, eine angebliche. Und ja, gut. Geht ein Teil davon, von dem an Steuergelder, was an Steuergeldern reinkommt, geht das in die Tilgung rein? Großes Fragezeichen. In der Regel wird einfach prolongiert, ja. Also umgeschuldet und Zinsen. Ja, es wird einfach, ja, wird prolongiert, ne? Wird einfach der Kredit wird weiter laufen gelassen. Ist ja für diejenigen, die da irgendwelche Forderungen haben, per Staatsanleihe oder auch per Kredit,
ist das natürlich super, weil da kriegen sie immer eine Verzinsung, eine Rente, ohne irgendwas tun zu müssen. Ja? Und haben das hohe Vergnügen, in ihren Bilanzen keine, wie auch immer, Risiken einbasteln zu müssen, weil ja Staatsanleihen, zumindest jetzt mal beim Bund, kein Risiko darstellen. Ja? Also, und deswegen machen die das dann, ja. Und das regt natürlich zu Recht viele Leute auf, weil wieso sollen denn jetzt die Gläubiger, also die Banken, Versicherungen und sonstige, wieso sollen die denn eigentlich Steuergelder bekommen, ja? Die Zinsen werden sicherlich mit Steuergeldern im Wesentlichen bezahlt, ja. Was ist das? Was ist denn das für ein System, ja? Naja. Sie engagieren sich sowohl ehrenamtlich als auch als Anwalt zum Geldsystem. Was machen Sie da im Wesentlichen? In welchem Bereich? Naja, ich habe Mitte 2012, im Juli 2012, habe ich eine Aktion begonnen, die ich Schuldenstreik nenne, um, wie soll ich sagen, eine besondere Aufmerksamkeit für dieses Geldsystem zu schaffen. Und ich habe da, hab da drei Banken, mit denen ich da, wie auch immer, verschiedene Kreditverhältnisse habe. Denen habe ich halt geschrieben, sie müssen mir jetzt erst einmal erklären, ob sie mir Geld verliehen haben. Ja, also da hatte ich dann gelernt zu dem Zeitpunkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Buchgeld und Bargeld. Also dass wir eigentlich mit zwei verschiedenen Geldsorten zu tun haben und dass dieses Buchgeld aus dem Nichts geschöpft wird. Und dann habe ich halt weitergedacht und habe gedacht, naja, also wenn die das Geld selber machen, ja, dann haben sie eigentlich keinen Aufwand. Also habe ich auch noch gesagt, dann müsst ihr mir auch noch nachweisen, dass ihr auch einen Aufwand gehabt habt, also selber Refinanzierungskosten, weil die erzählen ja einem immer, wenn es um die Zinshöhe geht, ja, wir haben ja selber Zinsen zu bezahlen und wir richten uns aus an irgendwelchen Leitzinsen, LIBOR, Euribor, was weiß ich was, ja. Und ich habe mir halt erlaubt zu sagen, also das möchte ich jetzt doch mal bitte schön nachgewiesen bekommen, ja. Weil wenn ihr keinen Aufwand habt, ja, dann ist jegliche Zinshöhe, die ihr verlangt, ja, und wenn das 4 oder 5% sind, ja, das ist Wucher, ja. Das kann doch nicht wahr sein, das würde ich doch nie machen, ja, euch Geld für nichts geben, ja. Und so habe ich angefangen, ja. Und sag ich mal so, das ziehe ich jetzt durch. Und versuche halt, diese Auseinandersetzung, die ich da habe, mit den Banken, die unterschiedlich sind im Übrigen, und auch vor allen Dingen mit der Justiz, also das ist jetzt im Moment mein Hauptthema, versuche ich halt möglichst öffentlich zu machen und dann mit vielen in der Szene auch zu kooperieren und ja auch Informationen zu liefern aus dem Inneren des Systems. Weil das macht ja keiner. Es geht ja keiner her und sagt, in Erwartung dann natürlich all dieser Maßnahmen, die dann kommen. Also bei mir wird Zwangsvollstreckung betrieben, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Ich habe praktisch jeden Tag habe ich damit zu tun, mich da irgendwelcher Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu erwehren, weil die hier speziell in Frankfurt, die Frankfurter Sparkasse, einfach so tut, als wäre ich so ein typischer nicht mehr zahlungsfähiger Kunde, bei dem man dann das ganze Arsenal an Vollstreckungsmaßnahmen abzufahren hat. Ja? Und ich habe denen immer gesagt, Leute, ich will einen Dialog mit euch. Wir haben alle ein Problem hier. Ja? Wir müssen es schaffen, aus diesem System rauszukommen. Ja? Das ist unglaublich eigentlich, dass es sich so weit entwickeln konnte. Und wir brauchen eine Lösung. Und die können wir nur in Kooperation erreichen. Das ist bei denen komplett abgeprallt bis jetzt, weil die halt sich denken, naja gut, also wenn wir bei dem nachgeben, ja, dann gibt es kein Halten mehr. Das kann ich mir vorstellen, wenn sie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Mir fällt jetzt gerade was ein, ich bin jetzt kein Jurist, ich habe mich in einige Rechtsgebiete zwar autodidaktisch eingearbeitet, wäre da nicht der Begriff der Sittenwidrigkeit vielleicht passend, so nach dem Motto, es ist, wenn man sieht, die haben so wenig Refinanzierungskosten,
ist das absolut unfair. Bei Wucher muss man da vielleicht gucken, was die anderen Banken machen. Wäre jetzt so meine in dem Punkt etwas vielleicht laienhafte Vorstellung. Ja, also zum letzteren Part, Wucher, ja. Also es hört sich immer ein bisschen wild an. Ich nehme aber diese Begriffe in den Mund und ich nehme sie fachtechnisch in den Mund. Es gibt eine Untersuchung der Stiftung Finanztest, das ist das Septemberheft von letzten Jahr. Da haben die Dispozinsen bei ungefähr 1600 Banken in der Bundesrepublik abgefragt. Ja? Und die hatten eine Schwankungsbreite von 4,25% bis über 14%. Und dann habe ich noch ein Beispiel, wie es auch anders geht, nämlich in der Schweiz, die Wirbank. Das ist eine Alternative zum, oder sagen wir so, das ist eine Parallelwährung zum Schweizer Franken. Da werden Dispo-Kredite angeboten mit einem Zins von, bitte anschnallen, 1,5% bis 3,5%. So. Und da habe ich mir mal die nette Anfrage erlaubt, ob denn nicht im Falle jetzt zum Beispiel der Frankfurter Sparkasse ein Dispozins über 12% zu mehr als 100% über dem liegt, was ich sage mal so am Markt möglich ist. Und dann ist das Wucher. Und dann ist das auch sittenwidrig. Ja? Und es ist insbesondere sittenwidrig, wenn ich den Kunden nicht darüber aufkläre, dass ich mit meinem Geschäft so gut wie keinen Aufwand habe. Wo gibt es denn sowas? Das ist ja ein Privileg, das kann man sich ja gar nicht mehr richtig ausmalen. Ja? Jeder von uns, der muss arbeiten, muss Leistung erbringen, ja, und kriegt dafür dann mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, echtes Geld. Das hat er erwirtschaftet. Ja? Da ist irgendeine Leistung dahinter. Und die gehen her. Und verkaufen wir etwas, ja, für das sie keinen Aufwand gehabt haben. Also das ist so minimal, das kann man gleich vergessen, ja. Wenn ich mir mal Rechnungen schaue von Anwälten oder zum Beispiel von oder vielleicht noch detaillierter von Ärzten oder von Handwerkern, die müssen ja wirklich auch Rechenschaft ablegen, wie sich das alles zusammensetzt. Aber natürlich. Und Banken, ist das nicht so, ganz so nachvollziehbar, wo die ihre Kosten haben mögen? Ja, und das verraten sie einem auch nicht, ja. Also die Antworten, die ich bekommen habe, die laufen immer darauf hinaus, das ist Geschäftspolitik, ja. Anführungszeichen, Bankgeheimnis, Anführungszeichen, ja. Ich meine, wenn die das wirklich offenlegen würden, ihr Geschäftsmodell, wir werden es jetzt demnächst mal machen bei uns auf der Seite, ja, dann werden wir das mal einmal durchspielen, dann wird es vielen Menschen wie Schuppen von den Augen fallen, ja, und dann wird man ganz schnell kapieren, dass eine Privatisierung der Geldherstellung, und das ist nämlich passiert hier, unter Profitmaxime, genannt Liberalisierung, ja, oder Deregulierung, das absolut Wahnsinnigste gewesen ist, was die Menschheit sich ausgedacht hat, ja, denn ich meine, wenn ich selber nur ein paar Knöpfe drücken muss, ja, und bin anschließend Millionär, ich mache es jetzt mal sehr verkürzt, ja, wer wird denn das nicht machen, ja? Anführungszeichen, ich meine, ich habe es nicht gemacht, aber das ist so verlockend. Und die Möglichkeiten, sich hier reich zu machen, die sind unendlich. Und dann sitzen da auch schlaue Jungs, ja, die eine gewachsene Struktur, ein gewachsenes Vertrauen ausnutzen. Das ist nichts anderes als das Ausnutzen von Vertrauen, das Ausnutzen von Glauben, was hier abläuft. Und das ist maximal sittenwidrig. Nur, sie brauchen eine Instanz, sie brauchen eine Rechtsordnung und sie brauchen Gerichte und Richter vor allen Dingen, ja, oder Richterinnen, die sowas dann auch feststellen, ja, die den Mut haben, und das Rückgrat besitzen, so deutlich darüber zu sprechen, wie ich das jetzt mache. Gut. Ich habe noch keinen kennengelernt, der das fertiggebracht hätte. Ja? Selbst bei den unabhängigen Professoren, die verschachteln diese Erkenntnisse, die verpacken diese Erkenntnisse so lange, bis kaum einer das noch verstehen kann. Ja? Und das ist das Problem. Wir können nicht miteinander
offen und ehrlich und geradlinig kommunizieren. Das ist der Ansatzpunkt, ja. Ich möchte haben, dass hier klar wird, was hier abläuft, ja. Sie gehen ja jetzt den zivilrechtlichen Weg. Ja, momentan, aber ich werde demnächst auch den strafrechtlichen gehen. Bleiben wir erstmal bei dem zivilrechtlichen. Ich kann mir vorstellen, was kann denn dabei rauskommen? Eine Deckelung auf ein gerade eben noch faires Maß? Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht und meine, dass in einer ersten Stufe zunächst mal rauskommen muss, dass Banken nicht mehr aus Grundschuldbestellungsurkunden, das sind ja die Sicherheiten, die sie in der Regel haben wollen und dann auch bekommen, dass die nicht mehr aus Grundschuldbestellungsurkunden vollstrecken dürfen. Was da an Leid, an wirtschaftlicher Vernichtung, an Existenzvernichtung produziert wird, ja, und auch an wirtschaftlichem Schaden, das ist so unglaublich, ja. Das können wir sofort abschalten, gibt keine Vollstreckungen mehr. Die Sicherheiten können Sie ja noch behalten, aber Sie dürfen einfach nicht draus vollstrecken, bis die Kreditverhältnisse angepasst worden sind an das, was Sie in Wahrheit tun, ja. Und dazwischen geschaltet kann ja vielleicht auch mal eine gesetzgeberische Maßnahme sein, sodass diese Kreditverhältnisse mit dem Giralgeld aus dem Nichts, ja, dass die gewissermaßen wieder in die Beherrschung der Zentralbank zurückgeführt werden. Also echtes Geld werden, die Leute nicht weiter beduppt sind, aber dann nicht mehr an die Geschäftsbanken zurückzahlen, ja. Mhm. Weil das ist ja eine Steuer im Grunde genommen, die kassieren, ja. Das ist ja nicht irgendwie eine Gegenleistung, beziehungsweise was die erbringen, ist ja nicht eine Gegenleistung für das, was der Kreditnehmer an Leistung erbringt. Ja? Also ist es eigentlich im Grunde genommen ist es eine Abschöpfungssteuer, wenn man so will, ja, was den Banken zufließt. Und das muss in staatliche Hand, das muss demokratisch kontrolliert sein, ja. Da muss der Gesetzgeber aktiv werden. Aber in der ersten Stufe möchte ich erstmal erreichen, dass einfach Schluss ist, dass da ein Moratorium für Vollstreckungen eintritt. Ich meine, mir ist bewusst, dass das aus der Sicht derjenigen, die in diesem System drinstecken, der Weltuntergang ist. Ja, also das ist aber nur gefühlsmäßig, vorstellungsmäßig so. Es ist im Gegenteil, würde es hier zu einer enormen Entlastung von Millionen von Menschen führen und die Wirtschaft ankurbeln. Die einzigen, die davon, ich sage mal so, etwas betroffen sind, ja, das sind halt die Banker. Aber die hatten jetzt genug Zeit gehabt, sich mal ein kleines bisschen umzustellen, ja. Ja. Bei dem strafrechtlichen Weg gibt es ja auch die Debatte, wenn Bankkunden. Also eine Sache ist ja, dass die Banken nicht genug aufklären, wie wenig Kosten sie haben, bei der Giralgeldschöpfung ganz anders als zum Beispiel Handwerker und Ärzte aufklären müssen. Vor allem Handwerker, denke ich, das ist vielleicht das deutlichste Beispiel. Und dass auf der anderen Seite, aber wenn ein Bankkunde nicht ordentlich informiert, vielleicht, ja, sagen wir mal, nehmen wir mal den Fall, wird schon schief gehen, Eventualvorsatz bezüglich der Bewertung seiner Sicherheiten. Mhm. Und dann hinterstellt sich raus, oh, die Sicherheit ist doch weniger wert, weil der bestimmte Informationen vielleicht verschwiegen hat. Mhm. Dass man da aber dann strafrechtlich ziemlich hart ist und vielleicht den Schaden auch zu hoch bemisst. Wie kann man denn fairerweise oder gerechterweise den Schaden in solchen Fällen bemessen? Sagen wir mal, wir haben einen Fall, wo der subjektive Tatbestand erfüllt ist und wir haben eine Darlehenssumme, wir haben einen angenommenen, einen tatsächlichen Wert von einer Sicherheit. Wie kann man da zu einem fairen Ergebnis kommen? Ja, also mit dieser Frage beschäftigen sich mittlerweile einige Leute. Der Professor Hörmann aus Österreich hat dazu auch ein Gutachten geschrieben. Dann gibt es im Netz gibt es noch ein Video von dem Herrn Roth und auch der Professor Köhler beschäftigt sich indirekt mit dieser Fragestellung. Also sie kommen eigentlich alle zu demselben Ergebnis, was ja nicht verwundert. Ein Kreditbetrüger schädigt normalerweise die Bank nicht. Ja?
Also wenn er nur Buchgeld gekriegt hat, dann hat er quasi subjektiv zwar einen Betrug begangen, ja, aber objektiv eben nicht, weil die Bank keinen Schaden erlitten hat. Das muss natürlich im Strafmaß dann Berücksichtigung finden, ja. Also wenn man das nicht sowieso dann auch eventuell mal einstellt oder so. Aber Sie haben völlig recht. Die Sichtweise ist immer die: Ein Kreditbetrüger ist ein besonders übler Mensch und der hat wenig Chancen, dass er da irgendwie, ich sag mal, freundlich behandelt wird. Und in diesen Verfahren wurde bislang jedenfalls noch nicht thematisiert, das Problem, dass die Banken möglicherweise keinen Schaden erlitten haben, ja. Es wird jetzt aber problematisiert. Das heißt, es gibt mindestens ein oder zwei Verfahren, von denen ich also gehört bzw. die ich mitbekomme, wo jetzt auch Gerichte darüber befinden müssen, ob denn das so ist, ja. Also ob da jetzt ein Schaden entstanden ist oder nicht. Die Frage spielt im Übrigen auch bei einer praktisch sehr, sehr relevanten Problematik eine große Rolle, nämlich bei der sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung. Also die müsste eigentlich auch kippen. Ja, also das ist ja immer so ein beliebtes Mittel für Banken, nochmal extra Geld aus den Leuten rauszuziehen, indem sie halt sagen, du, wenn du aus dem Darlehensvertrag vorzeitig aussteigen möchtest, ja, dann entsteht uns ein sogenannter Vorfälligkeitsschaden. Ja, also wir kriegen jetzt bestimmte Zinsen nicht mehr, die wir noch gekriegt hätten, wenn du den Darlehensvertrag bis zum Ende durchgehalten hättest. Dafür musst du uns eine Entschädigung zahlen, ja. So, wenn die keinen Schaden haben, ist ja schwierig, wenn man keinen Aufwand hat, dann gibt es eigentlich auch keinen Anspruch auf die Vorfälligkeitsentschädigung, ja. Und das sind die Fragen, die wir momentan in die Justiz reintragen, ja. Also die strafrechtlichen Fragen, die zivilrechtlichen Fragen, die allesamt daran anknüpfen, dass die Banken in aller Regel ja, Geld verleihen, was sie nicht haben. Da fällt mir ein, gut, die buchen es als Finanzverlängerungsforderung an Verbindlichkeit. Jetzt nehmen wir mal den Fall, dass eine Sicherheit vielleicht mal, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen, vielleicht mal vollständig wertlos ist und unabhängig davon, ob jetzt einer Schuld daran hat, dass jetzt für die Bank ausnahmsweise in einem Fall praktisch nur, dass die Forderung ganz wegfällt. Und sie hätte dann nur noch die Verbindlichkeit. Wenn ihr das so und so oft passiert oder wenn sie Sicherheiten weniger erbringen, als das ist, was sie an Forderungen hat und was sie als an Zinsen und an Gebühren reinbekommen hat, dann könnte es ja, da steht ja irgendwann in der Bilanz, stehen ja, wo vorher die Forderungen waren, dann deutlich weniger und die Verbindlichkeiten stehen noch da. Dann ist die Bank ja irgendwann bilanziell überschuldet, selbst wenn man dann nicht auf Buchwerte, sondern was da, wenn ich es richtig verstanden habe, maßgeblich ist nach Verkehrswerten. Irgendwann ist sie bilanziell überschuldet. Selbst wenn sie das Ganze per Bilanzverlängerung geschaffen hat, ist dann nicht doch irgendwo ein Schaden in Form eines Insolvenzrisikos, auch wenn das Ganze aus Bilanzverlängerungen alles geschöpft worden ist. Ja, also das ist, jetzt kommen wir natürlich ins Eingemachte, so nenne ich das. Da zitiere ich mal einen gewissen Herrn Dr. Ackermann. Der hat also schon in seiner Dissertation und in einem Aufsatz aus der Dissertation heraus, 1978, in etwa gesagt, dass in den Fällen, wo die Banken halt eben diese Art von Giralgeldschöpfung betreiben, die Verpflichtungen, die sie dadurch zu buchen haben, ne, also die Sichtguthaben, in der effektiven Vermögensbilanz, so hat er das genannt, in der effektiven Vermögensbilanz mit null anzusetzen sind. Warum hat er das gesagt? Weil in der Realität diese Verpflichtungen nicht zu erfüllen sind. Das heißt, nicht mit Bargeld unterlegt werden müssen, beziehungsweise Bargeld dafür ausbezahlt werden muss.
Deswegen konnte er auch so wahnsinnige Geschichten erzählen wie die, dass die Deutsche Bank 25% Eigenkapitalrendite anstrebt. Ja, also der hat das System gnadenlos gut verstanden. Der Mann ist hochintelligent und hat also schon lange vorher durchgeblickt. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Banken letztlich doch nicht pleite gehen. Ja, das ist einfach das ist einfach eine Geschichte, die damit zusammenhängt, dass diese Gutbuchungen nicht mit 100% angesetzt werden müssen, sondern vielleicht mit 3% oder 4%. Außer es droht ein Bankrun. Und dann sind sie fertig. Und der wäre beinahe passiert im Zusammenhang mit dieser Lehman Brothers Krise. Da hat man ja auch festgestellt, dass viele Leute hergegangen sind und sich vermehrt Bargeld aus dem Automaten rausgezogen haben. Und die Not war ganz groß. Musste ja Frau Merkel mit dem Herrn Steinbrück dann antreten und musste dann sagen, ihr Geld ist sicher, ja, damit die Leute nicht noch weiter Bargeld sich holen. Ja. Denn das hätte tatsächlich dazu geführt, dass das System nicht mehr weiter funktioniert hätte. Ja, dann wäre total offensichtlich geworden, dass es das Geld in Sicht jetzt des Normalkunden, ja, Bargeld, dass es das nicht gibt, ne, dass die Banken es nicht haben. Und dass sie es auch nicht von der Zentralbank bekommen können. Weil dazu müssten sie ja dann entsprechende Sicherheiten vorlegen. Die haben sie aber schon weiter sozusagen transferiert. Ja? Ne, ich meine, jetzt komme ich auf eine weitere Stufe dieses Wahnsinnssystems. Die Banken angeln sich ja mit ihren Giralgeld-Buchgeldkreditierungen Sicherheiten, die sie nicht unbedingt der EZB dann vorlegen, um damit Zentralbankgeld zu bekommen, weil das ja eigentlich ein Kredit ist. Nein, sie gehen her und machen und verbriefen diese Sicherheiten und machen daraus sozusagen ein weiteres Geschäft. Sie verkaufen die Kredite mit den Sicherheiten. Na, die warten gar nicht ab, bis die zurückgezahlt sind, in was weiß ich, 10 Jahren oder sowas. Nein. Sie verkaufen sie bereits in dem Moment, wo sie den Kreditvertrag abgeschlossen haben und die Sicherheit sozusagen in ihrer Scheuer liegt. Ja? Also Grundschuldurkunden, die kann man dann halt schön verbriefen und was weiß ich was machen da draus. Ja? Und das kann man dann wunderbar weiterverkaufen. Und dann macht man ein Zusatzgeschäft. So läuft das. Aus nichts wird noch mehr nichts. Ja. Jetzt habe ich Sie sprachlos gemacht. Nein, Entschuldigung. wenn man, kleinen Moment, wenn man jetzt die Geldschöpfung deckeln würde, dann würde ja auch die Möglichkeit der Prolongierung von Staatsschulden durch die Banken enorm verringert werden. Würden dann nicht auch die Staaten reihenweise mit bankrott gehen? Ja, gut. Ich meine, die Frage ist, was ist Bankrott? Ja. Also, Staatsbank. wie definiere ich das? Ja. Es ist so, dass per Definition, jedenfalls bislang, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen, Städte zum Beispiel, Länder, der Bund, nicht insolvent werden kann. Das ist sozusagen gesetzlich so geregelt. Ja? Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, diese Frage als Jurist zu beantworten. Ja? Ökonomisch würde ich sagen, sind alle Staaten hochverschuldet und insolvenzreif, wenn Überschuldung das Kriterium wäre, ja. Vielleicht Deutschland nicht, aber halb Europa dürfte bei Anlegung strenger Maßstäbe dürfte insolvenzreif sein, ja. Nur das nutzt einem nichts, sowas wie auch immer festzustellen, ja, weil wenn der Staat insolvenzreif ist, ja, dann hört die Staatlichkeit auf, ja. Also
Da beißt sich die Katze in den Schwanz rein, ja. Also bei der Insolvenzordnung, da geht es ja darum, soweit ich das Gedächtnis habe, da kommt es auf die Überschuldung an, aber gemessen am Verkehrswerten, nicht anhand von Buchwerten, wo ja oft die Aktiva wesentlich schneller abgeschrieben sind, als sie sich tatsächlich aufbrauchen. Oder wenn die Liquidität nicht mehr gegeben ist. Und also wenn man nicht mehr die ja, Gläubiger wenn man nicht mehr pünktlich zahlungsfähig bezahlen ist. Ja. kann. Oder so und so weit über die Zahlungsfrist hinausgeht. Da weiß ich jetzt nicht ganz auswendig, wie viel Wochen man über das Zahlungsziel hinaus haben muss, bis einer dann erfolgreich einen gläubiger Insolvenzantrag einstellen kann, dass man selber muss. Beim Staatsbankrott ist es, glaube ich, so, dass die Überschuldung kein Kriterium ist, sondern dass der Staat formell, also ganz, ganz offiziell sagen muss, es muss also nicht nur die Situation sein, sondern der Staat muss offiziell zugeben, dass er nicht mehr alle Gläubiger pünktlich bezahlen kann. Dann hat man die Staatsbankrottsituation und da ist ja die Insolvenzordnung passt darauf nicht. Nur jetzt hat man mit dem ESM das so gemacht, dass man die Staaten, die in Euro haben, in Staateninsolvenzverfahren zwingen will, wo dann doch ein Insolvenzverfahren ist und viel mehr ausverkauft werden soll, als es normalerweise bisher der Fall war, ohne ESM. Ist nur die Frage, ob es nicht noch höheres Recht gibt, was sodass man das nicht anwenden darf. Aber deswegen meine Befürchtung, dass die Staaten total ausverkauft werden, wenn man nach dem ESM-Recht geht. Ja gut, also ich würde ja das ESM-Recht, das würde ich ja sowieso nicht Recht nennen. Ja, also das ist, für mich ist das ein Putsch, was da abläuft. Ja, das ist also sowas Ähnliches wie eine Finanzdiktatur. Und die versucht also den unausweichlichen Zusammenbruch dieses ganzen Systems ja dadurch zu verlängern oder zu vermeiden, dass jetzt auch noch Staaten insolvent gehen können. Ja? Was ja immer dann bedeutet, dass der Gläubiger am längeren Hebel sich befindet. Ja? Wenn sie einmal zum Schuldner geworden sind, ja, dann sind sie sozusagen, wenn sie jetzt irgendeine Instanz haben, die das auch noch feststellt und dann auch noch irgendwie eine staatliche Macht besitzt, ja, dann sind sie auf jeden Fall erst einmal der Verlierer. Ja? Und im Grunde genommen ist sowas wie ein Aufzwingen, ja, einer Insolvenzordnung auf Staaten, ja, nur denkbar durch, ja, ich weiß nicht, eine Überstaatlichkeit, ja, die muss aber irgendwo, muss die ja eine demokratische, der jeweiligen Verfassung des Landes entsprechende Legitimation haben. Mhm. Und das sehe ich nicht, ja. Also ich sehe hier nur, dass Finanzoligarchie, so möchte ich sie jetzt mal nennen, dass die Bürokraten und auch die Politiker derartig unter Druck setzt, dass die dabei sind, uns wie auch immer einer Finanzdiktatur auszuliefern. Weil was heißt denn das im Ergebnis, wenn ein Staat pleite geht? Ja? Dann kann er zum Beispiel doch gar nicht mehr seine ganzen Allgemeinwohlverpflichtungen erfüllen. Ja? Wie sieht es denn dann aus mit den ganzen sozialen Einrichtungen? Wie sieht es denn dann aus mit Rentenzahlungen? Wie sieht es denn dann aus mit allen möglichen an Sozialhilfezahlungen und so weiter und so fort? Ja? Sind ja auch Gläubiger, wenn man es so nimmt. Das sind auch Gläubiger, ja, aber die werden mit Sicherheit durch die Röhre gucken, ja. Also dieses System ist nuts, ja, das ist, na gut. Das mit dem ESM, wer es nachlesen möchte, ist in Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag, dass die Staaten, die in Euro haben, ab 1.1.2013 so Zusatzbedingungen bei den Staatsschulden beifügen müssen, haben kollektive Aktionsklauseln, wo eben geregelt wird, was ist, wenn der Staat nicht mehr zahlen kann. Und die Muster davon habe ich bisher nirgendwo veröffentlicht gesehen, obwohl die 2011 beschlossen worden sind. Und an diese Zusatzbedingungen knüpfen die Paragraphen 4a bis 4k an, die man in Deutschland ins Bundesschuldenwesengesetz eingebaut hat, ein Begleitgesetz zum ESM. Und da findet man, sie vermeiden das Wort Staateninsolvenz, aber kommen so Worte vor wie ein Stichtag und dann ist dann eine Gläubigerversammlung etc. Und
Da geht Ja, es darum. das ist also sozusagen eine überstaatlich gesteuerte Insolvenz. Das gleicht so ein bisschen, das wissen viele im Übrigen auch nicht, dem Insolvenzverfahren, was für Banken jetzt momentan noch vorgesehen ist, was im Kreditwesengesetz geregelt ist. Sie können zum Beispiel nicht als einfacher Kunde, ja, einen Insolvenzantrag gegen eine Bank oder Sparkasse stellen, auch wenn die insolvent ist, ja, nach den Kriterien, die hier anzulegen sind. Also überschuldet und zahlungsunfähig, also überschuldet nach Zerschlagungswerten. Im Fall der Insolvenzreife ist lediglich der Vorstand verpflichtet, dies der BaFin anzuzeigen. Und die entscheidet dann, ob tatsächlich ein Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht gestellt wird oder nicht. Davon kriegen die Kunden in aller Regel nichts mit. Also ich habe zum Beispiel im Rahmen meines Schuldenstreiks habe ich gelernt, dass die hiesige Frankfurter Sparkasse pleite gewesen ist, im Jahre 2003 bzw. 2004 auch noch. Und das konnte man sogar der Zeitung entnehmen, weil nämlich die BaFin gesagt hatte, es müssen zwei Vorstände ihren Posten verlassen, und zwar sofort, weil die nämlich die Bilanzen gefälscht hatten. Andernfalls würde die BaFin Strafanzeige gegen die Herren stellen. Und dann hat man also lesen dürfen, dass die, also sind auch die entsprechenden strafrechtlichen Paragraphen genannt worden, dass die also die Bilanzen gefälscht hatten, um halt eine Pleite zu verschleiern. Die BaFin hat aber nicht die Kunden darüber informiert oder die Frankfurter Sparkasse, ja, also Gottes Willen, die haben weiter Geld verliehen, obwohl sie pleite gewesen sind, ja, wie geht denn sowas? Und die BaFin hat auch keinen Antrag gestellt beim Insolvenzgericht, ja. Also das heißt, das sind schon Verfahren, bei denen sich diejenigen, die da an der Spitze sich befinden, ja, die Verantwortlichen sind, versuchen, möglichst rauszulavieren. Und das, was mit diesem ESM-Vertrag versucht wird, das läuft auf eine ähnliche Geschichte hinaus, ja. Also das heißt, man zwingt im Grunde genommen dann die Staaten, die dazugehören, im Fall des Staatsbankrotts sich in so eine Überaufsicht, in so eine Superkontrolle hineinzubegeben, mit der man dann versucht, ja, wie auch immer, das Problem zu lösen. Etwas geordneter, als es halt in der ersten Phase abgelaufen ist, wo man ja also praktisch von jetzt auf sofort irgendwelche, ja, Anführungszeichen, Rettungsmaßnahmen zur Rettung von Irland, zur Rettung von Griechenland, zur Rettung von Portugal und so weiter durchführen musste. Ja, also im Grunde genommen ist das so ein Versuch, das mehr in einem, ja, rechtlichen Rahmen ablaufen zu lassen. Ja. Und mehr rauszuholen aus Ja. den Staaten, mehr als sie sonst hergeben würden ohne Ja, Insolvenzverfahren. natürlich, das hat ein ganz einseitiges Interesse natürlich, ja. Und das Geldsystem als solches, ja, so wie wir es jetzt hier heute Abend diskutiert haben, ja, so wie ich es dargestellt habe, das wird nicht in Frage gestellt. Und das ist genau der Punkt, ja. Denn das muss man in Frage stellen, ja. Und ich kritisiere permanent, dass die Geldschöpfung durch Geschäftsbanken kein Thema ist, ja. Da wird immer so getan, als gäbe es das nicht, ja. Und wir haben auf unserer Website zum Beispiel geldhahn-zu.de, da haben wir eine Kampagne, die nennt sich The Elephant in the Room. Da habe ich mal bei einer Veranstaltung der Grünen, die also wirklich die Creme de la Creme der Finanzbranche auf dem Panel hatte, hatte ich dem Herrn Andrew Jain, dem Co-Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, die Frage gestellt, ob denn die Geschäftsbanken Geldschöpfung aus dem Nichts betreiben. Das hat er abgeleugnet. Und dem Herrn Asmussen habe ich die Frage gestellt, er war auch da, ob denn die Ausdehnung dieser Buchgeldblase, ja, ob denn das, wie auch immer, von der EZB oder den Aufsichtsbehörden gesteuert worden ist und ob sie das so, wie soll ich sagen, lassen wollen oder ob sie das wieder in den Griff kriegen wollen, ja. Der hat mir auch keine Antwort darauf gegeben, offiziell, ja. Und wir sind dann natürlich hergegangen und haben dann mal die Antworten gegeben, die die beiden Herren hätten geben müssen. Ja.
Also und das war, ich meine, zu dem Zeitpunkt war der Asmussen ist ja ein Hauptverantwortlicher der Deregulierung. Und Andrew Schein ist natürlich ein extrem einflussreicher Banker. Das sind also sozusagen die Spitzen der Finanzbranche hier in Deutschland, zumindest gewesen, ja, der Asmussen ist es ja nicht mehr, die genau diese Themen, ja, diese Problematiken mindestens in der Öffentlichkeit ableugnen. Ich weiß aber, dass die bestens Bescheid wissen, durch viele Gespräche, die ich schon seit vielen Jahren geführt habe, schon lange bevor überhaupt Lehman Brothers passiert ist, ja, war zum Beispiel die Geldmengenausweitung ein Thema gewesen unter Bankern. Und es hieß damals schon im Jahr 2005, das wird nicht lange gut gehen. Also das heißt, wir haben es hier mit einem, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das richtig nennen soll, mit einer Struktur zu tun, die eigentlich sehr genau weiß, was sie tut, der man aber bis jetzt nicht beigekommen ist, ja. Die Geldmengenauswertung, haben Sie da vielleicht Statistiken gesehen? Kann man irgendwo an bestimmten Jahren festmachen, wann es vielleicht mal einen besonders großen Schub zur Geldmengenausweitung gab? Ja, also ich habe natürlich einige Kurven gesehen, aber ich würde mal so sagen, das läuft nicht erratisch, ja, sondern das geht kontinuierlich, bislang jedenfalls, hat sich die Geldmenge, also jetzt die Buchgeldmenge, ja, und in den letzten 2 Jahren, 2, 3 Jahren, relativ gesehen die Zentralbankgeldmenge sehr stark ausgeweitet. Und bei der Buchgeldmenge hat man jetzt aber, jedenfalls was die offiziellen Statistiken angeht, hat man jetzt eine gewisse Abflachung. Ja? Also der Anstieg ist nicht mehr so steil. Wobei ich sagen muss, ich traue eigentlich auch diesen offiziellen Zahlen nicht mehr. Ja? Also ich habe den Eindruck, dass nachdem wir da sehr vieles aufgedeckt haben, und mit wir meine ich eine Menge Leute, die wirklich, wirklich hochqualifiziert auch sind, dass die Seite, die da das System aufrechterhält, dass die alles unternimmt, damit die Daten sozusagen nicht mehr so krass aussehen, ja. Und aber in der Phase, in der das also so klar noch nicht thematisiert worden ist, ist jedenfalls den offiziellen Statistiken zu entnehmen, dass das ein kontinuierlicher Anstieg gewesen ist, ja. Vor allen Dingen in den letzten 10 bis 20 Jahren, ja. Kleinen Moment bitte. Wir haben da eine Frage reinbekommen. Kleinen Moment bitte. Ja. Sollte das Privileg der Geldschöpfung angesehen werden als eine hoheitliche Aufgabe, dass der Staat eine Verpflichtung hat, das wahrzunehmen? Also ich sehe das momentan so, dass in einer ersten Stufe in jedem Falle das Geldschöpfungsprivileg der Banken gewissermaßen vergemeinschaftet werden muss. Ja? Ich habe ein bisschen Probleme mit Staat, weil das heißt in aller Regel Bürokratie. Und ich bin nicht so überzeugt davon, dass unsere Bürokratie da einen guten Job machen würde. Wenn es also darauf hinauslaufen würde, dass ausschließlich eine staatliche Institution, wie das die Monetative auch vorschlägt, die Geldschöpfungsgewalt hat oder die Geldschöpfungsmacht, dann denke ich, ist die Gefahr des Zentralismus recht groß. Ja? Also ich bin eigentlich ein Freund von Vielfalt und meine, dass auch Private, wie auch immer, Organisationen, wir alle sozusagen, das Recht haben müssen, für uns selber Geld zu machen. Ja? Weil da kommen sehr viele unterschiedliche Dinge raus. Es gibt es ja auch schon, es gibt Regionalgeld, es gibt
Es gibt zum Beispiel den Schweizer WIA, der sogar Kreditierungen vorsieht und schon seit 60 Jahren funktioniert und günstige Kredite zu haben sind und der äußerst stabil ist und die mittelständische Wirtschaft stark daran beteiligt ist. Mit fast 25% der mittelständischen Unternehmen sind da also in dem WIA-System mit drin. Also es gibt schon einiges, es hat es auch in den 30er Jahren schon gegeben, an ja, komplementär, alternativ, Parallelwährungen. Und diese Beibote gewissermaßen, die sollte man auch zulassen. Ja, also das finde ich ist wichtig. Komplementärwährungen, die sind ja oft dann auf eine gewisse Region begrenzt. Beim WIA habe ich gelesen, dürfen in der Schweiz keine Gehälter gezahlt werden, sodass dass der WIA auch irgendwo begrenzt ist, eher zwischen Unternehmer und Endkunden oder zwischen verschiedenen Unternehmern. Ja, der WIA ist momentan nicht direkt zugänglich für Verbraucher. Ich habe aber mit Vorstand und auch also Filialleitern des WIA gesprochen und die empfinden das als ein Mangel des WIA-Systems, wo sie das auch ändern möchten und auch denken, dass sie das ändern können. Ja. Also das ist nicht zwingend. Bislang ist allerdings der WIA nur eine Währung zwischen KMUs, ne, kleinen und mittleren Unternehmen. Wenn man jetzt mehr Regionalwährung zulässt, wie will man, hätte man aber immer noch das Problem mit der Geldschöpfung, denke ich. Sonst hätte man das Gleiche hier nur verlagert. Hätte man, wenn die genauso Bilanzverlängerung machen können, hätte man dann nur vielleicht einen ja, regionaleren Bezug, aber ansonsten das gleiche Problem. Ich glaube, Regionalwährung. Das kann man, also es gibt fast mit einer Ausnahme, so die ich kenne jetzt, sind die Regionalwährungen keine Währungen, die Kredite vergeben, ja. Das mal vorneweg geschickt. Das soll sich aber ändern. Also es gibt schon Versuche, das zu ändern. Man kann es aber nicht mit der Geldschöpfung durch die Banken vergleichen, weil es nur praktisch eine Bank gibt oder ein Verein oder sowas. Ja, also das ist ja immer, das ist ja Gemeinschaftswährung. Ja, die funktionieren ja nur innerhalb einer Gemeinschaft, die sich meistens als Verein organisiert hat und eine ganz andere Ausrichtung auch hat. Also nicht jetzt auf Profit aus ist und die auch nur, wo es auch nur einen gibt, der dann Kredit herausgibt. Ja, es gibt nicht eine Menge von Banken, es gibt nur einen und so weiter. Also das sind schon Unterschiede da, ja. Nur, wie gesagt, bei den Regionalwährungen ist das im Moment nicht so sehr das Thema. Die vergeben meistenteils noch keine Kredite, ja, und sammeln da so ein bisschen Erfahrung jetzt damit, da auch in diesen Sektor überzuwechseln. Aber das ist, wie gesagt, das läuft in einer anderen Struktur halt ab, ja. Wenn Sie jetzt menschenrechtlich argumentieren müssten zum heutigen Kreditsystem, was würden Sie sagen, welche Menschenrechte sind da besonders betroffen oder Grundrechte? Ja, also bei dem jetzigen System ist zum Beispiel Artikel 14 betroffen, ja, das Eigentumsrecht. Und zwar das Eigentums- oder Grundrecht auf Eigentum der Verbraucher, der normalen Kunden, der normalen Bürger. Der Professor Köhler, der spricht ja von einem Vermögensverschiebungsdelikt durch diese Praxis, die dazu führt, dass sozusagen sich so Blasen bilden, die dann die Preise inflationieren, was ja immer dazu führt, dass es da Verlierer gibt und Gewinner gibt, ja, weil diejenigen, die das inflationierte Geld zuerst bekommen, ja,
können sich natürlich an dem Vermögen derer bereichern, die immer noch sozusagen mit dem nicht inflationierten Geld zurande kommen müssen. Das sind nämlich die normalen Gehaltsempfänger. Die kriegen jetzt einfach plötzlich mehr Geld, nur weil jetzt eine Inflation stattfindet, ja. Und das sind die Gelackmeierten dabei. Also das ist ganz wichtige, oder das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier betroffen ist. Ja? Also wenn man mal von Grundrechten spricht. Nun ist das Grundrecht aus Artikel 14, also Eigentum, Erbrecht und Eigentum, sind unbedingt als Menschenrecht bekannt. Ja? Es betrifft aber auch Freiheitsrechte. Ja. Die wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit, die wird natürlich auch gewaltig, eingeschränkt durch ein System, bei dem die Masse der Menschen strampeln kann, wie sie will, und sie wird immer der Verlierer sein. Ja, das ist mehr als unfair. Mir würde noch die Informationsfreiheit einfallen Grundgesetz, wobei die Frage ist jetzt, wie öffentlich muss eine Quelle sein, damit man mir die Informationen geben muss. Ja, vielleicht sollte man noch eins sagen dazu, das ist ganz wichtig. Nach der Konzeption von Menschenrechten oder Grundrechten, ja, sind das Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Eine Bank ist nicht per se der Staat, ja. Wenn man von der Seite her argumentiert, also aus der Grundrechtsecke herkommt, argumentiert, dann muss man sagen, der Staat hat hier eine Pflicht einzuschreiten, ja, zum Schutz der Grundrechte. Ja, das ist dann eine etwas andere Sichtweise. Oder halt, was die Vollstreckungsgerichte angeht, betreiben natürlich direkten Eingriff in Artikel 14, soweit sie zugunsten von Banken zum Beispiel aus Grundschuldbestellungsurkunden vollstrecken. Ja. Also das ist, soweit dafür die gesetzlichen Grundlagen fehlen und für dieses Geldsystem fehlen die gesetzlichen Grundlagen, ist das aus meiner Sicht verfassungswidrig, was die Vollstreckungsgerichte machen. Und ich habe mich auch schon in einem Artikel entsprechend mal damit beschäftigt und komme halt zu diesem Ergebnis. Und da haben wir es also dann direkt, also da sind wir dann direkt im Grundrechtsbereich. Ne? Und dann ist da natürlich auch noch der Artikel 3 betroffen, Gleichbehandlungsprinzip. Da gibt es einiges, was man da anführen könnte, dass hier eine permanente Ungleichbehandlung stattfindet. Ja. Oder vielleicht ihr Recht. Und dann, ja, und was man auch anzuführen hat, wenn wir schon mal bei Verfassung und Grundrechten sind, das ist das Sozialstaatsprinzip. Ja. Dieses Geldsystem ist in seinen Effekten das ist mit unserem Sozialstaatsprinzip nicht zu vereinbaren. Ja, es führt zu einer Verarmung auf der einen Seite und zu einer unglaublichen Bereicherung auf der anderen Seite, ohne dass das auch nur annäherungsweise durch irgendwelche Leistungen oder sowas unterlegt wäre. Ja. Und der Sozialstaat, den könnten sie weitestgehend abschaffen, wenn dieses Geldsystem mal geändert würde. Ja. Man kann dann auch ein bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlen oder, wie ich es immer sage, eine menschenwürdige Grundversorgung bereitstellen und bräuchte diesen herkömmlichen Sozialstaat nicht mehr. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass möglicherweise das Rechtsstaatsprinzip enthält ja auch eine Verpflichtung, nach Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu streben. Und wenn was so tiefgreifendes, was die Wirtschaft, was ein so dicker, so starker Hebel ist an unserer Wirtschaftsordnung, wenn das nicht gesetzlich geregelt ist, dass dann Mangel an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist, möglicherweise eine Verpflichtung des Gesetzgebers besteht, aus dem Rechtsstaatsprinzip das zu beheben, dafür Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu sorgen. Ja, das sehe ich absolut genauso. Das ist auch eine Forderung, die ich mehr und mehr aufstelle und die ich auch öffentlich vertrete. Das ist aus meiner Sicht ist das ganz, ganz dringlich, dass hier der Gesetzgeber tätig wird, was ja dann natürlich auch eine öffentliche Diskussion zur Folge haben wird, diesen Vorgang der Geldschöpfung durch Geschäftsbanken aus dem Nichts gesetzlich zu regeln.
Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Ja, das kann von absolut verbieten bis, was weiß ich, unter vielen, vielen Voraussetzungen und Kontrolle und Lizenz und so weiter zulassen gehen. Aber es muss geregelt werden. Ja? Weil sonst sind die Menschen, die Kreditverträge abschließen, die auf Darlehen angewiesen sind, die sind permanent die Verlierer. Ja? Und sie merken es noch nicht immer so richtig. Erst wenn es ernst wird. Und das ist häufig im fortgeschrittenen Alter der Fall, wenn aus irgendwelchen Gründen, die dann halt auftreten, Arbeitsverlust, Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, kleine Rente, gesundheitliche Schwierigkeiten, bei vielen kommen auch private Dinge hinzu, Scheidung, nicht mehr in der Lage, ihre Raten zu erbringen. Und die Folge davon ist, sie verlieren ihre Wohnung, sie verlieren ihr Haus, sie verlieren ihr Zuhause. Und alles nur, weil sie sich auf so eine Geschichte eingelassen haben. Was sie natürlich nie gemacht hätten, wenn sie gewusst hätten, was das eigentlich heißt. Was sie geliefert bekommen und was ihnen passieren kann. Das ist für meine Begriffe, ist das, in Englisch hätte man gesagt, outrageous. Ja? Weil, wenn man sich das mal vorstellt, ja, da ist eine Bank, die gibt jemanden mit dem Alter 30, wo er noch angestellt ist und wo er noch normal Geld verdient, eine Familie hat, ein Darlehen von, ich sage jetzt mal 300.000 Euro, ja, für 10 Jahre, dann wird es vielleicht nochmal prolongiert, damit er die Bude abbezahlen kann. Und dann hat er sie, was weiß ich, zu dreiviertel abbezahlt und dann kriegt er sie weggenommen, weil er nicht mehr weiter bezahlen kann. Und die Bank, die Leute, die da sitzen, die haben nichts anderes getan, als ein Formular ausgefüllt, ein paar Eingaben im Computer gemacht und aufgepasst, dass da immer schön das Geld reinkommt. Das geht gar nicht, geht das, ja. Da geht jede Gesellschaft geht da zugrunde dabei, vor allen Dingen, wenn das mal ein bisschen klarer noch wird, ja. Und deswegen muss da dringlich was verändert werden, ja. Das kann nicht sein. Das widerspricht einem Rechtsstaatsprinzip, das widerspricht einem Sozialstaatsprinzip, das widerspricht natürlich letztendlich auch Menschenrechten und der Menschenwürde, dass insbesondere im fortgeschrittenen Lebensalter, ja, die Menschen quasi von ihrem Zuhause weggerissen werden. Das ist viel schlimmer als eine Bestrafung, wo man, was weiß ich, ein Jahr lang ins Gefängnis muss oder sowas, ja. Mhm. Und da besteht auf der Bankerseite, ja, auf der Vollstreckerseite, seitens der Justiz und so weiter, die beziehen ja alle bedingungslose Grundeinkommen, ja, da besteht überhaupt keine Sensibilität dafür, ja, überhaupt keine Empathie, nichts. Die ziehen das durch und werfen einem noch vor, dass man, was weiß ich, eine Vereinbarung, wo man dann mühsam was versucht hat abzustottern, dass man die nicht einhält, ja. Oder dass man sich erlaubt, noch einen Urlaub zu machen, so ungefähr, ja. Das ist die krasse Wirklichkeit. Man hat ja schon einen Vorteil davon, wann man das Geld an die Bank zurückzahlt. Ich meine, von daher, Zinsen müssten sie schon verlangen können. Aber wenn man bedenkt, wie billig die Bank an das Geld kommt, denke ich, müssen die Zinsen deutlich runter. Also für Geld aus nichts, ja, gibt es nichts. Wenn die richtiges, echtes Zentralbankgeld verkaufen, ja, und sie haben sich dann woanders das besorgt und zahlen selbst was dafür, ja, okay. D'accord. Aber nicht mit nothing, ja. Und die haben ja schon, wenn sie dann mal sehen, was da an Tilgung und was da an Zinsen geleistet worden ist von den Leuten, ja, und immer klar machen, ne, immer klar machen, die haben nur ein paar Tasten bewegt, mehr nicht. Dass das einem das Recht geben soll, egal ob ich mich Bank schimpfe oder sonst irgendwas, ja, Menschen dann zu entwurzeln, ja, in Selbstmord zu treiben und Ähnliches, das ist eines Rechtsstaats, des Grundgesetzes schlicht nicht würdig, ja. So ist meine Haltung dazu. Kann ich
Kann ich verstehen. Noch eine andere Frage. Wenn die das Geld so schön aus dem Nichts schöpfen können, was machen die denn dann mit meinem Sparbuch? Dem Geld, was ich da angelegt habe? Ja, Ihr Sparbuch, das ist eine Forderung auf Auszahlung von Geld. Dann können Sie sich mal überlegen. Sparbuch ist übrigens Geldmenge M2 wahrscheinlich, ja, je nachdem. Das sind ja Termingelder, also nicht sofort fällige, nicht sofort liquide Guthaben. Da haben die Banken dann so ein kleines bisschen noch Zeit, wie sie das dann in die Reihe kriegen mit der Auszahlung. Aber das ist nichts anderes als eine Forderung gegen die Bank. Und wenn die Bank pleite ist, ja, okay, dann gibt es angeblich noch so einen Fonds, Einlagensicherungsfonds, der dann einspringt bis zur Höhe von 100.000. Und wenn sie dann dahinter steigen, was da mit dem Einlagensicherungsfonds los ist, ja, dann kriegen sie graue Haare und die fallen dann anschließend aus, weil bestenfalls wird die Pleite einer mittleren Bank damit abgefangen. Ja. Das ist alles. Also es ist der Blick her. Ne? Also momentan ist das Aufbewahren von Geld bei Banken eine Hochrisikoanlage. Das sagen die einem aber nicht. Kleinen Moment. Ah, kleinen Moment. Ja. Kleinen Moment, ich komme gerade eine Zuschauerfrage. Ja, mhm. Soll ich irgendwas sagen? Ganz kleinen Moment bitte. Ja. Es gibt verschiedene Staaten, die derzeit die Verwendung von Bargeld einschränken wollen oder schon getan haben. Da würde mir jetzt einfallen, also dass man größere Beträge gar nicht mehr bar bezahlen darf. Ja. Ich glaube, Schweden denkt drüber nach und ich glaube, und Italien, Griechenland, ich weiß jetzt nicht genau, welche dieser Länder schon, wie weit das schon umgesetzt haben, dass man also es deckelt, welche Beträge man überhaupt mit Bargeld, welches Beträge man überhaupt mit Bargeld bezahlen darf. Wie schätzen Sie das ein? Ja, also das ist äußerst gefährlich. Das ist Freiheitsberaubung. Ich weiß also, dass die Schweden drauf und dran sind und die sind da auch schon ziemlich weit. Ich bin selber ein paar Mal in Schweden gewesen. Ich habe auch Prozesse in Schweden geführt. Die versuchen also tatsächlich möglichst bargeldlos alles zu organisieren. Das heißt ja dann, dass ich mich komplett gewissermaßen dem bankengesteuerten Geldsystem aussetze. Und ich würde alles tun, um das zu verhindern. Weil sie dann nämlich überhaupt nicht mehr ohne Kontrolle anonym sich mit anderen wirtschaftlich, wie soll ich sagen, austauschen können und in eine fatale Abhängigkeit von einem Monopolsystem sich begeben. Ja? Es gilt ja nur eine Währung. Ja? Und das ist etwas, wo ich also überhaupt nicht, mit übereinstimme. Ich meine, das wird begründet damit, dass es natürlich alles viel einfacher ist und man hat dann nur eine Karte und dann geht das alles viel besser und so weiter und so fort. Ja. Man kriegt Steuerhinterzieher besser dran, aber dafür macht man sich noch abhängiger von den Banken. Ja. Ne? Und im jetzigen Bankensystem, wenn ich ein anderes Bankensystem bekomme, ja, oder sage ich mal so, ein anderes System der Organisation von Tausch, ja, und wir brauchen ja auch noch Wertaufbewahrung, möglicherweise müssen wir das trennen, ja, da mag das sinnvoll sein, ja, weil es tatsächlich eigentlich Blödsinn ist, dass wir so Scheine mit uns herumtragen und die uns dann aus dem Automaten rausholen und die ja letztendlich wieder in den Automaten verschwinden müssen und so weiter. Also es ist tatsächlich unpraktisch, ja.
Aber das darf uns nicht dazu verführen, zu sagen, ja prima, dann brauche ich das jetzt nicht mehr. Es ist ja dann alles viel einfacher, ja. Ich mache ja alles mit einer Karte. Nicht in diesem System. Ja. Also da würde ich versuchen, irgendwie das zu vermeiden. Also ich mache in meinen eigenen Aktivitäten versuche ich, soweit es möglich ist, auch direkten Tausch zu betreiben. Ja? Also anwaltliche Beratung gegen zum Beispiel Bratwurst. Funktioniert, kann ich nur sagen. Wenn jemand genug Geld hat und hat eine gewisse Menge an Kunden, da könnte man sich ja auch seine eigene Geldschöpfung machen. Wenn jemand nur genug Startkapital hat, um nur Know-how, eine Bank aufzumachen, da könnte man ja selber davon profitieren, wenn man eine Bank hat und noch andere Firmen. Ja, also es gibt so einige Leute, mit denen ich mich auch unterhalte und von denen ich weiß, dass sie mit der Idee liebäugeln, quasi eine eigene Bank aufzubauen. Ich habe auf meiner Website, habe ich ja auch gesagt, Schuldner aller Länder, vereinigt euch und gründet eine Schuldnerbank. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja, ne, wie sie diesem System entgehen können. Ja. Das heißt, wenn es ihre eigene Bank ist, ja, also wenn sozusagen alle Inhaber der Bank sind und die Bank aber außerhalb des Bankensystems funktioniert, ja. Wir haben ja ethische Banken, die haben ja auch diesen Anspruch und die sind als Genossenschaft organisiert. Die haben nur das Problem, dass sie einfach, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, diesem Bankensystem angehören, ja, also diesen ganzen Zahlungssystemen zum Beispiel angeschlossen sind, ja. Und in dem Moment hat man verloren, ja. Also dann ist man Teil dieses Systems, dann kommt man auch nicht wirklich raus. Ja, man macht ein paar Sachen anders, sicherlich besser, aber man ist trotzdem immer noch Teil des Systems. Das heißt, wenn ich also eine eigene Bank aufbauen möchte, ja, dann muss das eine Bank sein, die für ihre Mitglieder da ist und die mit ihren Mitgliedern funktioniert. Und das ist das große Problem, sowas aufzubauen. Weil sie brauchen ja dann richtig gehend praktisch große Teile der normalen Wirtschaft. Die muss dazugehören, ja. In der Schweiz ist das gelungen mit dem Wir-System, ja. Also da funktioniert das. Aber das ist schon in den 30er Jahren entstanden, ja. Das heißt, sowas gibt es in Ansätzen dann wahrscheinlich im Genossenschaftsbankensystem, aber dann eben etwas begrenzter. Das hat nicht so eine Riesenreichweite von den Beträgen her. Was wäre denn, wenn jetzt jemand sich auf dem Computer sein eigenes Geld, sein eigenes Buchgeld aufschreibt? Das ist wahrscheinlich gesetzlich verboten dann, wenn man keine Bank ist. Na gut, es gibt ja diese Bitcoin-Währung. Das ist ja sowas. Also ich habe immer das Problem damit, dass das extrem spekulations- und missbrauchsanfällig ist. Ja? Also ich glaube nicht, dass das ein gangbarer Weg ist. Ja? Also ich selber habe auch einen Vorschlag gemacht, schon vor 2,5 Jahren, und habe vorgeschlagen, dass man Strom, und zwar regenerativ erzeugten Strom, als Währungseinheit einführt. Ja? Weil regenerativ erzeugten Strom, das kann praktisch jeder herstellen. Und das ist halt eigentlich mit das Wertvollste, weil sozusagen die wertvollste Energie, die wir haben und letztendlich wir ja alle von Strom abhängig sind. Ja? Und Strom ist eine KWH Strom, ist eine KWH Strom. Ja? Das ist wie das Metermaß in Paris. Ja. Dann kann man also das als Bezugseinheit nehmen und man kann die Erzeugung von Strom, die wird ja jetzt schon erfasst, ja, das ist alles eigentlich kein Problem, die Infrastruktur ist eigentlich da. Man kann das dann halt auf, ich sage jetzt mal, Stromkonten buchen, ja, und Strom können Sie immer tauschen auch in jegliche andere Währung oder in jeglichen anderen Gegenstand oder auch Dienstleistung und so weiter, ja, weil ist halt...
ist halt ein Wert, ja. Das heißt, es würde dazu Anreiz geben, dezentral Strom zu produzieren, Richtig. umweltfreundlich, und es wäre an etwas Reales gebunden. Also das ist das, was mir da sozusagen als Beitrag dazu eingefallen ist. Nur ist die Zeit noch nicht reif, um sowas umzusetzen. Ja, erstmal müssen wir hier so weit kommen, dass die Menschen begreifen, dass in diesem System, wie wir es jetzt momentan haben, ein, ich sage jetzt mal so, kolossaler Webfehler enthalten ist, der schon sehr lange existiert. Ich würde sagen, mindestens mal 200 Jahre lang schon, aber aufgrund des kommunikativ-technischen Fortschritts, sprich EDV und Kommunikation, das System an den Rand gebracht hat schon einmal. Ja, wir haben schon einen Gaufall haben wir schon gehabt. Und der nächste Gaufall wird kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Weil der Mensch sich ja nicht ändert. Also Gab ja müssen wir dieses System ändern, weil es ist absolut gnadenlos missbrauchsanfällig und wir kriegen es jeden Tag vorgeführt. Ich meine, allein schon der Umstand, dass es gelungen ist, dass es Banken und Konsorten gelungen ist, uns, wie soll ich sagen, in die Irre zu führen, ja, uns vorzuenthalten, was sie in Wahrheit tun. Das ist ja schon ein Hammer, ja. Dass das schon, dass es, dass das, und es ist noch lange nicht so weit, dass das gewissermaßen die Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, dass die in den Mainstream reinkommen, ja, oder reingekommen sind. Es gibt zwar mehr und mehr so Spitzen, ja, die da durch die Decke gehen. Also wir haben jetzt zum Beispiel mal ein Schulungsmaterial einer Sparkasse Erlangen entdeckt, wo die tatsächlich die Geldschöpfung aus dem Nichts beschreiben, ja. Und zwar als die jetzt herrschende Praxis der Geldherstellung. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, ja, aber es ist tatsächlich so. Und also Dinge gibt es, aber das Gros, ja, ist weit, weit, weit davon entfernt, ja. Und man kann also solche Alternativen, ja, Komplementärwährung, Parallelwährung und so weiter, die kann man halt regional, lokal, kann man die ausprobieren. Das wird auch gemacht. Und man muss auch ein bisschen Erfahrungen sammeln und so weiter. Aber da steckt vieles noch in den Kinderschuhen, ja. Was ich eben meinte, ist eben, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Einmal Regionalwährung, um etwas unabhängiger zu werden, und einmal das System der Geldschöpfung zu ändern, dass es dann wohl, dass es beides braucht, dass es die Es braucht Regionalwährung. beides, ja. Es braucht beides. Und es muss so sein, dass die jetzt in einem, ich sag mal so, geschlossenen Kreis, ja, also wie auch immer organisiert, Genossenschaft, Verein oder sonst wie, ja, dass die auch Geld schöpfen. Geld schöpfen heißt immer Kredit geben, ja. Dass die auch sich so organisieren sollten, so sage ich jetzt mal, dass auch Kredit vergeben werden kann. Ne, wie im Schweizer Wir, da läuft das so, ja. Und es ist gar nicht so kompliziert, ja. Es muss nur dazukommen. Weil dann erst macht man sein eigenes Geld. Ja. Die übliche Regionalwährung oder Regiowährung, die ist, das ist kein Selbst, ist letztendlich kein selbstgeschöpftes Geld. Das ist an den Euro gebunden. In der Regel muss man dann irgend so eine Regiowährung auch mit Euro quasi kaufen, ja, oder tauschen. Und der Regio ist dann auch unterlegt mit Euro, ja, und dann ist dann irgendeine Raiffeisenbank oder sonst irgendwie so eine lokale Bank, die ist dann noch dazwischen geschaltet. Also das ist noch nicht der Weg, um aus diesem Geldschöpfungsdilemma, in dem wir hier drinstecken durch die Banken, rauszukommen. Ja? Na, das muss noch geleistet werden. Ja? Und es gibt aber Beispiele dafür. Und ich denke, dass über kurz oder lang da auch mehr noch an Realisierungen solcher Konzepte stattfinden wird. Ja? Es sei denn, die Bankenmacht ist so stark, dass die über die EU-Ebene sowas dann verbieten oder unterbinden und über die BaFin und so weiter da
den Leuten dann massiv Schwierigkeiten machen, ja. Ja, dass Banken auf EU-Ebene Macht haben, das ist auch, denke ich, wieder eine Geschichte für sich. Ich kenne da ein Beispiel. Wenn man sich die Webseite der Bilderberg-Konferenzen anschaut, bilderbergmeetings.org, da sieht man immer wieder Bankenvertreter von bestimmten Banken besonders häufig und bestimmte EU-Kommissare, die da hingehen. Ja. Ist jetzt sicherlich nicht der einzige Weg, aber einer, der in den letzten Jahren sichtbar geworden ist, wo unter Ausschluss der Öffentlichkeit wichtigste EU-Kommissare mit Leuten von bestimmten Großbanken reden können und Politiker natürlich auch. Ja. Ich denke, so ein Bankeneinfluss auf EU-Ebene ist gegeben, was man allein an solchen Kontakten sehen kann. Ja, also das sehe ich auch so. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit den normalen Methoden da irgendwie uns bemerkbar machen können. Ja? Ich meine, da gibt es ja schon so viele an Initiativen, an Demonstrationen, an Aufklärung, an x-erlei Organisationen und so weiter, die alle das eine nur vor Augen haben, diese erdrückende Macht, diese erdrückende Geldmacht, ja, irgendwie zu stoppen, aufzulösen oder so, ja. Und man sieht ganz einfach, das klappt nicht, ja. Sodass ich meine, wir müssen anders an diese Geschichte drangehen. Wir müssen denen einfach das Mana entziehen, ja. Wir müssen lernen, ohne die Banken zu wirtschaften. Das heißt, die kriegen von uns unser Geld nicht mehr. Unser Geld ist das, was wir erarbeiten, was wir leisten, was wir an Vermögen auch aufgebaut haben, ja. Das dürfen wir ihnen nicht geben. Wir müssen andere Formen finden. Und dann wird das automatisch sich, wie soll ich sagen, ändern. Ja? Weil gegen die Struktur anzustinken, ist aussichtslos. Ansonsten. Da kann man noch so viel demonstrieren oder wie auch immer irgendwie irgendwas machen, ja. Die hocken da zusammen, die machen ihr Ding, ja. Die Banker sind in der Regel auch überlegen. Ja, da steht, müssen sich nur an den Gehältern mal, müssen sich das anschauen, ja. Der Kontrolleur kriegt in der Regel 10-mal weniger als der Kontrollierte. Da können Sie sich ja leicht ausmalen, wie so ein Duell ausgeht, ja. Die Kontrolle findet nicht statt in Wahrheit. Die trauen sich gar nicht. Die Kontrolleure. Und wenn es mal einen guten Kontrolleur gibt, ja, dann ist er nicht lange ein guter Kontrolleur, sondern dann wird er eingekauft. Und dann ist er keiner mehr. So wie man das mit Steuerbeamten macht, ja. Die Besten, die werden dann eingekauft. Sie meinen abgeworben, dass sie Berater werden. Ja, ich sag's etwas deutlicher. Ja, und diese menschliche Seite muss man sehen, ja. Und da ist ganz klar, der empfindlichste Punkt ist das Produkt, was uns diese Banker zu bieten haben. Das Produkt ist ein fast nichts. Ja? Und dann sollte man ihr Produkt einfach nicht mehr abnehmen. Und da muss man gucken, dass es andere Produkte gibt, die besser sind. Ja? Und rechtlich vorgehen, das machen ja. Sie ja. Und rechtlich vorgehen, also aufzeigen, dass das außerhalb unserer Rechtsordnung passiert, was da passiert, dass es gesetzlicher Regelung bedarf, ja. Und das ist meine Baustelle, ja. Und die ist schwierig, ja. Also ich muss wirklich sagen, also ich hab da wirklich eine Menge Arbeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich, das ist ganz wichtig, dass es noch Leute wie mich gibt, die sich das zutrauen auch, ja. Weil die meisten fühlen sich ohnmächtig, sie fühlen sich ausgeliefert, sie fühlen sich, ich sag's mal, etwas prolliger verarscht, ja. Und aber wissen nicht, wie sie da rauskommen, ja, wie sie das ändern können. Und da versuche ich halt zu zeigen, dass das schon geht, ja. Und ich wünsche mir halt,
dass viele Leute Mut fassen, ja, ein bisschen Courage haben und sich nicht einfach, wie soll ich sagen, wie so brave Schafe immer schön scheren lassen. Ja. Ist zwar dann ungemütlicher, aber man hat auch ein bisschen Spaß dabei. Und es gibt viele Menschen, die man kennenlernt, die man klasse findet, ja. Einfach, weil sie auch Mut haben oder weil sie jedenfalls nicht dieser, wie soll ich sagen, diesem Geldgott dienen, ja. Sollen sich lieber selber dienen. Ganz herzlichen Dank für das Interview und für den umfassenden Überblick über die Geldschöpfung. Wenn man aktuelle Informationen von Ihnen haben will, ist auf der Webseite Geldhahn zu. Ja, und da kann Geldhahn man auch mit zu.de. Da kann man auch mit Ihnen in Kontakt treten, denke ja. ich, wenn man selber Rat sucht, wenn man selber einen Anwalt sucht, der hilft als Schuldner, nehme an, dass Sie ja. in dem Bereich auch tätig sind. Ja, also da will ich kurz was dazu sagen, weil ich extrem viele Anfragen mittlerweile bekomme. Es gibt Leute, die haben sehr wenig Geld oder sie wollen einfach nur, wie auch immer, ein bisschen Info haben, ja. Da sage ich dann immer, bitte spendet erstmal was, ja, weil wir müssen auch noch Leute beschäftigen jetzt mittlerweile, die das bearbeiten. Und dann bin ich für ein Telefongespräch zu haben, ja, also für eine Telefonberatung. Und für diejenigen, die richtigen anwaltlichen Rat brauchen, ja, die können sich auch an mich wenden. Ich empfehle dann halt Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die also auch schon Erfahrung haben. Und wir bieten dann an, so eine Art Erstberatungsgespräch für eine Pauschale. Das schwankt je nach, sag ich mal, Umfang der ganzen Geschichte und auch der Wertigkeit zwischen 300 und 500 Euro. Und da wird eine Sache dann anhand der vorher eingereichten Unterlagen durchgesprochen. Und wenn, wie auch immer, da was gemacht werden soll, also zum Beispiel eine Vollstreckungsgegenklage erhoben werden soll, dann wird auch noch ein Prozesskostenhilfeantrag hinterhergeschickt gewissermaßen. Also der ist noch mit drin in dieser Pauschale. Und ja, auf die Art und Weise versuchen wir halt, auf der Ebene die Sache nach vorne zu bringen, inhaltlich vor allen Dingen. Und dann gibt es von mir noch, dann schlage ich auch den Leuten noch vor, sie können mich bevollmächtigen, und zwar als Verhandlungsführer, als Interessenvertreter. Und ich habe das jetzt auch schon angefangen, das stelle ich auch demnächst jetzt ins Netz rein. Ich verhandle dann sowohl in eigener Sache, aber auch im Namen von all denjenigen, die mir da die Vollmacht erteilt haben, mit Banken über die Veränderung von Kreditverhältnissen und über neue Konzepte von neue Finanzierungskonzepte, die dann sozusagen alternativ angeboten werden sollen. Mhm. Und je mehr Leute das machen, desto stärker werde ich, desto stärker wird meine Position, weil ich irgendwann hergehen kann und sagen kann, ich vertrete, ich sage jetzt mal irgendeine Summe, 5.000 Leute, die nach einer faireren Finanzierung sich umschauen. Ja? Mhm. Und die könnt ihr mir anbieten, damit bietet ihr die gleichzeitig 5.000 anderen Kunden an, potenziellen Kunden. Ja? Mhm. Und ich denke mir, wenn da genügend Leute mitmachen, dann kann man Druck dahingehend ausüben, dass von welcher Bank auch immer fairere Kreditkonditionen angeboten werden und eine Umstellung des laufenden Kredits und zum Beispiel der Verzicht auf die Vollstreckung, ja. jedenfalls aus der Urkunde, ja, und nur noch Vollstreckung, wenn ein gerichtliches Verfahren abgelaufen ist, ja, und der Kunde verurteilt worden ist. Solche Sachen. Das ist eine Sache von Marktmacht im Grunde genommen, ja. Verbrauchermacht, Kundenmacht, die stärker wird, je mehr Leute mitmachen. Weil letztendlich besteht ja auch ein Wettbewerb zwischen den Banken
Und da gibt es auch Unterschiede. Und es will ja nicht jeder Kunden verlieren, ja? Also so bringt man dann einen Prozess in Gang, so denke ich jedenfalls, der auf jeden Fall erstmal Bewegung in diese ganze Geschichte reinbringt, ja? Und dabei wird immer das Thema Geldschöpfung thematisiert. So, das ist in etwa das, was ich anzubieten habe. Und natürlich gibt es da sicherlich noch andere Möglichkeiten. Aber das denke ich, wenn man das so umsetzen würde, das reicht schon mal. Und im Idealfall machen wir mal mit, was weiß ich, 50.000 Leuten einen Schuldenstreik und halten einfach mal unsere Zahlungen eine Zeit lang zurück. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ja? Also Schon werden Sie. man muss sich schon verstehen, als das ist so ähnlich, wie die Gewerkschaftsbewegungen entstanden sind. Ja, die sind ja auch entstanden, weil die Konditionen absolut sittenwidrig gewesen sind. Ja? Im 19. Jahrhundert sind die Leute ausgebeutet worden, wie es schlimmer nicht geht. Ja? Und irgendwann mal haben sie sich organisiert und haben bessere Bedingungen durchgesetzt. Ja? Und das Gleiche muss geschehen im Bereich der Finanzierung, der Kreditierung. Ja, wir sind gespannt, was sich auch dort tun wird. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Und jetzt kommt als nächstes ein kurzes Musikstück und danach auch eine kurze Ansage von mir und dann das Interview mit der Frau Zeppler-Rusch. Herzlichen Dank erstmal fürs Interview zur Ja, vielen Geldschöpfung. Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, das so ausführlich darzustellen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich wieder mal die Gelegenheit bekommen würde. Vielen Okay, Dank. danke.